Mit Präzision und Geschwindigkeit fuhr er 14 Laufsiege zur Rallye-Weltmeisterschaft ein und ist bis heute der einzige deutsche Rallye-Weltmeister. Walter Röhrl, gebürtiger Regensburger, auch gerne der Lange genannt, gewann zwischen 1973 und 1987 zwei FIA-Fahrer-Weltmeisterschaften sowie eine Europameisterschaft. Aber viel wichtiger sind ihm die 4 Gesamtsiege seiner Rallye Monte Carlo, die er zwischen 1980 und 1984 auf 4 verschiedenen Marken erringt. Parallel widmet er sich ab 1988 Entwicklungsaufgaben bei Audi und fährt erfolgreich Rundstreckenrennen, unter anderem die DTM bis 1991. Seit 1993 ist Walter Röhrl Versuchsfahrer und geschätzter Repräsentant bei Porsche, jener Marke, mit der er schon seit 1970 gelegentlich als Privatfahrer bei Rallye-Veranstaltungen antrat. In den letzten Jahren beteiligt er sich an Wettbewerben im historischen Automobilsport. Und hier ist die Verbindung zu unserem zweiten Gast, der die Rallye-Legende auch als Beifahrer überzeugen konnte. Peter Göbel. Mit sekundengenauem Zitieren aus dem sogenannten Gebetbuch, einer exakten Beschreibung der Strecke, legt er die Grundlage für Rallye-Siege. Sein unerschütterlicher Orientierungssinn und seine große Routine im Umgang mit Zeitmessinstrumenten machen ihn zu einer sicheren Bank als Co-Pilot im modernen und historischen Rallye-Sport. Mit Tempo und Ausdauer, durch dick und dünn an der Seite von Walter Röhrl auf Porsche, Matthias Kahle auf Skoda und Franz Echter auf einem MAN Racetruck. 5-mal deutscher Rallye-Meister, der nach Siegen und Meisterschaften erfolgreichste Beifahrer seit Bestehen der deutschen Rallye-Meisterschaft. Vielfacher Gesamtsieger zahlreicher historischer Automobilrallyes. Als Inhaber der Agentur Plus Rallye spielte er eine maßgebliche Rolle bei der Organisation von Oldtimer-Rallyes wie der Hamburg-Berlin-Klassik und der Bodensee-Klassik. Heute ist er verantwortlich für die Organisation der Sauerland-Klassik, der Winter-Rallye-AVD Histomonte und der 2022 erstmals ausgetragenen Röhrl-Klassik. Dazu wird er als Motorjournalist hochgeschätzt. Mit seiner persönlichen Erfahrung aus rund 500 Rallyes hat er die SIN-Rallye-Chronographen der Serie 917 maßgeblich inspiriert. Wenn Sie aus erster Hand erfahren möchten, was Walter Röhrl, Peter Göbel, den gelben Reile Porsche 911 RSR und SIN-Spezialuhren miteinander verbindet, dann begrüßen Sie mit uns Walter Röhrl und Peter Göbel. Ja, ich freue mich und es ist mir eine Ehre, Sie hier heute bei uns zum SIN-Zeitgespräch an unserem Hauptsitz in Frankfurt am Main begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Röhrl, hallo Peter. Hallo. Außerdem freue ich mich natürlich, unsere Gäste, die hier live vor Ort sind, in unserem Atrium, sowie die ganzen Zuschauer und Zuhörer, die dieses Gespräch via Livestream auf YouTube verfolgen, zu begrüßen. Dass es heute um das Thema Rallye-Sport geht, ist, glaube ich, unschwer zu verkennen. Wir haben ja hier ein großartiges Team auf der Bühne, Rallye-Legende Walter Röhrl und einen sehr erfolgreichen Co-Piloten, Peter Göbel. Ich glaube, außerdem hat jeder hier schon den Porsche, den Reile Porsche RSR, 911 RSR sehen können und den jetzt auch die Zuschauer auf YouTube gerade schon in dem Video kurz gesehen haben. Da ist das ganze Grundthema, glaube ich, schon nicht mehr von der Hand zu weisen. Was das aber alles mit SIN-Spezialuhren zu tun hat und warum unser Zeitmesser auf der Haube zu sehen ist, das erschließt sich vielleicht nicht sofort. Ich meine, ich glaube, man kann sagen, dass das Thema Zeit beim Rallye-Sport eine gewisse Rolle spielt. Das ist auch erstmal sehr klar, auch wenn da sicherlich noch viele andere Punkte dazukommen. Aber unsere Wege haben sich schon vor einigen Jahren gekreuzt, Peter. Wir haben uns 2008 im Rahmen der ersten Hamburg-Berlin-Klassik, war es, glaube ich, kennengelernt. Ja. Da warst du als sportlicher Leiter maßgeblich prägend für die Veranstaltung, hast da eine tolle Veranstaltung ins Leben gerufen, bei der wir auch einige Jahre lang Partner waren, mitgefahren sind. Am Anfang durfte ich mit dem Herrn Schmidt die Rallye fahren. Und ich muss sagen, es war die erste Gleichmäßigkeitsrallye, die wir damals gefahren sind. Wir sind sehr unvorbereitet da reingestartet und waren dann doch recht schnell etwas verzweifelt,
als wir mit den ganzen Aufgaben und den gleichmäßig mit den Wertungsprüfungen konfrontiert waren. Das Arbeiten mit den Uhren war dann doch nicht so einfach, wie wir uns das eingangs vorgestellt haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen im Publikum schon mal bei so einer Rallye dabei war und weiß, wie das aussieht. Ich habe jetzt hier mal das Roadbook der Sauerland-Klassik mitgebracht. Man sieht, wenn ich das aufschlage, dass man eben nicht mit Landkarte oder gar Navi fährt, sondern dass man sich an diesen Chinesenzeichen orientieren muss. Das ist dann die Aufgabe des Beifahrers. Und wenn man dann zu den sogenannten Wertungsprüfungen kommt, ich halte hier mal eine rein, was noch eine sehr einfache ist, eine geteilte immerhin. Und wenn man dann in der Sanduhrklasse startet und mit zwei Uhren versucht, diese Zeiten korrekt zu fahren und vielleicht der Beifahrer dem Fahrer mit der ersten Uhr einen Countdown runterzählen muss, dann die zweite Prüfung, die Uhrwechsel draufschaut, den Blick dann in dem zweiten Teil hier wieder zurück auf die am Anfang gestartete Uhr wirft und irgendwie die Zeit wiederfinden muss, um den Countdown richtig für die Überfahrung der Ziellinie zu erreichen, dann kommt man schon ganz schön ins Ruder. Und wir waren ausreichend verzweifelt, kann ich glaube ich sagen, obwohl das jetzt ja der Hörer lächelt. Ja, das ist ja natürlich, ja, das sind zwei Paar Schuhe, das stimmt natürlich, da kommen wir dann auch gleich zu. Also wir waren damit schon gänzlich überfordert, so kann man das glaube ich sagen. Wir sind dann nach den Prüfungen am ersten Tag verzweifelt zu dir gekommen und haben gesagt, okay, unsere Leistung ist verbesserungswürdig, aber auch die Uhren können etwas optimiert werden. Und damit waren wir sehr froh, dass du mit uns gemeinsam die Nachfolgemodelle der 956, die Modellreihe 917 mitentwickelt hast, uns da begleitet hast. Und das ist ja auch immer etwas, was uns hier bei Sinn Spezialuhren ganz stark ausmacht, dass wir mit den Menschen, die in der Praxis die Uhren nutzen, beruflich oder auch für ihr Hobby, dass wirklich diese Praxiserfahrung mit einfließt und wir dadurch lernen, was eigentlich wirklich gebraucht wird, weil da liegen Theorie und Praxis eben sehr oft sehr weit auseinander. Und das war natürlich sehr schön. Wie es jetzt aber dazu kam, dass die 917 auf der Haube dieses, ich glaube, man kann sagen, es ist ein legendäres Fahrzeug gelandet ist und warum das ein so besonderer Porsche ist, vielleicht kannst du das ein wenig erzählen, Peter. Ja, das war eigentlich relativ einfach, dadurch, dass ich jetzt 2008 den Kontakt zu euch hatte. Gab es 2009 die Anfrage eines spanischen Rallye-Veranstalters, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir in Spanien fahren. Die wussten, dass ich den Walter gut kenne und dann habe ich Walter gefragt. Der hat ja gesagt. Das Auto stand zufällig in Schorndorf, das heißt keine 10 Kilometer weg von uns. Naja, und dann habe ich versucht zu organisieren und zu machen, dass es alles schick aussieht. Und was gehört zur Rallye also wie Zeit? Also habe ich euch gefragt, ob ihr Lust habt, uns bei dieser Rallye in irgendeiner Form zu begleiten. Und so plötzlich ist diese Uhr auf die Haube des Porsche gekommen. Ganz einfach eigentlich. Schon erstaunlich, ja. Es ist aber jetzt ja auch ein ganz besonderes Fahrzeug. Ja, also nicht nur, dass es einer der tollsten Porsche ist, in denen ich hier gefahren bin. Es ist im Prinzip, was wir damals natürlich nicht wussten, das letzte Siegerauto, mit dem wir beide gemeinsam gewonnen haben. Und last but not least tatsächlich das letzte Siegerauto, mit dem der Walter eine internationale Rallye. Er hat dann irgendwann nicht mehr viel gefahren, aber das ist das Auto, mit dem wir zum letzten Mal gewonnen haben. Und das konnte keiner ahnen, aber dass das nach 14 Jahren tatsächlich baugleich da steht mit allen Aufklebern und das ist jetzt nicht nachgemacht, sondern so ist es von der Rallye gekommen. Da ist man natürlich ein bisschen mitgefahren und hat mal ein bisschen nachlackiert, aber das ist das Originalauto in Originalbeklebung. Wunderbar, ja. Dann haben wir das schon mal aufgeklärt, wie es dazu gekommen ist. Da drängt sich mir aber eine andere Frage auf. Wie kommt man überhaupt dazu, in den Rallye-Sport einzusteigen? Ich habe gelesen, Herr Röhrl, Sie sind auf der Fahrt in den Skiurlaub, glaube ich, durch einen Freund motiviert worden, entdeckt worden. Ich habe aber nicht ganz verstanden, wie das zusammenhängt. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich bin zwar immer großer Autofan gewesen, weil ich in einer Familie aufgewachsen war. Der Bruder war 11 Jahre älter wie ich, der ist bereits Porsche gefahren und der hat mich dann als Kleinen und als 10-Jährigen haben die Eltern immer gesagt, nimm den Kleinen mit, damit der versorgt ist. Und dann bin ich da im 356er Porsche hinten drin gesessen, wenn mein Bruder mit seiner Freundin spazieren gefahren war. Der war natürlich unheimlich begeistert, dass er mich immer als Aufpasser dabei gehabt hat. Aber er hat mich dann schon so inspiriert, dass er damals schon immer gesagt hat, merk dir mal eins, spart er das alles mit Moped und Fiat 600, kauf dir erst ein gescheites Auto, wenn du das leisten kannst. Und das ist ein Porsche. Also so bin ich schon unheimlich Porsche geprägt gewesen. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt damals, wo ich Rallye-Fahren begonnen habe, habe ich da ans Porsche-Fahren überhaupt, ans Rallye-Fahren nicht gedacht.
bin dann in 3 Jahren 5-mal Rallyes gefahren mit Autos, die immer dieser Beifahrer zu leihen genommen hat, von irgendwoher. Mhm. Und hat nach jeder Rallye dann an die Fachzeitungen geschrieben, mein Freund ist der beste Autofahrer auf der Welt, Sie müssen dafür sorgen, dass er einen Werksvertrag bekommt. Ich sage, wenn er das nur erzählt hat, habe ich schon einen roten Kopf gekriegt vor lauter Scham. Aber er hat es gemacht und tatsächlich nach der 5. Rallye, übrigens das Auto, wo ich heute die Autogrammkarten verteilt habe, das war mein erstes Rallye-Auto 1970, das er gekauft hat mit Geld vom Vater, 130.000 Kilometer am Tachometer, aber das Auto ging ganz gut. Und aufgrund dieser Rallye habe ich dann einen Telegramm bekommen von Ford Deutschland in Köln, alles klar zur Vertragsunterschrift im Januar. Das habe ich damals nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, das kann es ja nicht geben, dass die mir so ein Angebot machen. Aber der Beifahrer hat darauf bestanden, also wir fahren im Januar nach Köln, sind wir dorthin gefahren. Da war ein gewisser Herr Kranifuß, war damals der Chef, und sagte, ja, wir können Ihnen einen 2-Jahres-Vertrag anbieten. Geld haben wir keins, aber es wird alles bezahlt, Trainingsauto, Wettbewerbsauto. Und ich sage, ja, okay, können wir machen. Ich habe aber meinen Beruf noch nicht aufgegeben gehabt. Muss ich vielleicht auch gleich richtig stellen, weil seit 40 Jahren geschrieben wird, dass ich der Chauffeur von Bischof in Ringsburg war. Das ist ein Blödsinn. Ich war in der Grundstücksverwaltung der katholischen Kirche tätig und mein Chef war der Rechtsvertreter der 7 Bischöfe Bayern. Sie hat selber nicht Auto fahren können und der brauchte einen Sekretär, der draußen das Protokoll führt und zugleich das Auto fährt. Ja. Und so kommt die Story, dass ich der Chauffeur von Bischof war, weil ich mit dem Bischof nie was zu tun hatte. Aber es war vielleicht auch ein Grund meines Erfolgs, denn ich bin im Jahr 120.000 Kilometer gefahren. Und wie alles ist Autofahren auch eine Übungssache natürlich. Ne? Und ich habe das dann immer sehr von meinem Perfektionswahn, den ich schon immer gehabt habe, vom Skifahren her und vom Rudern, noch die aufs Autofahren übertragen. Ich habe immer, da musste ich das Auto am Zentimeter dorthin fahren, wo ich hin wollte. Wenn ich nicht war, da habe ich mich immer selber sehr beschimpft. Aber das war natürlich sicher ein Grund, dass ich das sehr ernst genommen habe. Und dann kam die erste Rallye da 71, wo ich in einem Ford-Auto war. Und dann habe ich immer wieder zum Beifahrer damals gesagt, so, warum fahren die alle so langsam? Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich schnell fahre zu dem Zeitpunkt. Also wie sich das halt dann, irgendwann einmal habe ich das überrissen, dass das anscheinend doch ganz zügig ist, wie ich unterwegs bin. Und habe dann 72 bei dieser Olympia-Rallye, wo heuer 50 Jahre Jubiläum war, während der Rallye habe ich entschlossen, und jetzt will ich wissen, ob ich ein Träumer bin oder ob ich der Beste auf der Welt bin. Habe mein Leben verändert, habe meine Scheuklappen aufgesetzt und habe nur überlegt, was muss ich tun, dass ich der Beste bin. Und es hat sich rückblickend an und für sich rentiert. Also das. Das kann man. Kann man, glaube ich, wohl sagen, dass Sie diesen Beweis erfolgreich angetreten sind. Das aber wie gesagt, man muss sich vorstellen, wie ein Mensch zu sowas kommt. Ich hätte nie in meinem Leben hätte ich Motorsport betrieben. Ja. Ich habe Autos zwar geliebt, aber mit Motorsport, mir war Skifahren das Wichtigste und Rudern, das waren meine Sportarten. Ja. War dort natürlich genauso ehrgeizig wie beim Autofahren. Ich bin ja aus Regensburg, auf Lackland-Tirol, habe die 4. beste staatliche Schülerprüfung in Deutschland damals gemacht. Ja. War sofort im deutschen Lehrteam, wo die 20 besten Skilehrer sind. Und dann habe ich was Rallyefahren begonnen, eben mit 24. Da habe ich gesagt, ja, entweder eins gescheit oder weg. Und habe das Autofahren doch im Vorzug gegeben zum Skifahren. Und das war doch eine richtige Entscheidung. Ich glaube auch, ja. Ja, das ist schon sehr spannend, wie dann so eine Karriere startet und was man eigentlich selbst zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Oder dass man das, dass Sie das auch gar nicht so. Ja, vor allem zum heutigen Zeitpunkt, genau. Wo man weiß, wer Motorsport macht. Da investiert der Vater, seit der kleine Bub 6 Jahre alt ist, im Jahr 100.000, damit er Go-Kart fahren kann. Und das geht dann in die Formel 4, da kostet schon 200.000. Ich habe für Motorsport in meinem Leben keine 1.000 D-Mark ausgegeben. Ja. Also das ist, muss man mal vorstellen. Fantastisch. Ja, einfach mit Können überzeugt, würde ich sagen. Peter, deine Karriere, du hast angefangen als Steuerfachgehilfe, ist das richtig? Ja, tatsächlich. Also, glaube ich, meine Steuererklärung kommt mir auch mal schon ziemlich wie eine Rallye vor, also von daher. Aber das ist ja jetzt ein Einstieg, den man auch gar nicht vermuten würde. Wie ist denn das passiert? Ja, wenn man so richtig nicht weiß, was man machen soll nach der Schule, dann haben alle gesagt, du musst was machen, was Zukunft hat, und das ist der Steuerberuf. Ja. So, dann habe ich den mal gelernt, aber die Kreativität war sehr begrenzt dort und ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich zwar noch mal ganz kurz angefangen, BWL zu studieren und habe dann plötzlich ein Angebot von Automotorensport gekriegt, dort ein Volontariat zu machen.
und habe dann dort im Prinzip die zweite Ausbildung gemacht zum Journalisten. Ja. Aber parallel war ich immer schon Rallye-Fan. Mein Vater ist mit uns zur Rallye gefahren, der einzige Förster, der Motorsport begeistert ist, den ich kenne. Und der hat uns immer mitgenommen. Wir haben zu viert in einem Auto geschlafen. Und als ich dann 18 war, bin ich zu meiner ersten Rallye selber hingefahren. Und das war, die, glaube ich, die vorletzte Rallye, die der Walter in Deutschland gefahren ist. Da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, und jetzt lade ich den Walter Röhr zum Kaffee ein. Zum Kaffee? Zum Kaffee. Mhm. Und dann hat er gesagt, du bist bescheuert. Also bei so einer Autogrammstunde, so wie wir jetzt. Im Prinzip war richtiger Rallye, also es war laufender Betrieb und die Rallye ging 2 Tage. Und ich habe die Angst gehabt, ohne Ende irgendwie überhaupt in die Nähe. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das. Ich war schon auf dem Weg zurück zum Auto. Habe ich gesagt, jetzt gehe ich wieder her. Dann habe ich gesagt, schönen guten Tag, Herr Röhr, mein Name ist Peter Göbel, ich würde Sie gerne zum Kaffee einladen. Und da hat er gesagt, wenn es Kuchen gibt, komme ich. Man muss nur die richtigen Argumente haben, oder? Ich hatte das große Glück, dass 2 Wochen später, das wusste ich, war er bei uns zu Hause in der Gegend. Da gab es mal eine Fahrradtour für krebskranke Kinder. Ja. Die hieß Tour Piper und da war der Walter Schirmherr. Und da habe ich gesagt, da sind Sie sowieso in der Nähe und da würde ich Sie gerne abholen. Mhm. So habe ich natürlich gewartet in der Autogrammschlange, war ich der Letzte. Und er sagte, ach, du bist doch der mit dem Kuchen. Und dann sagte ich, ja genau. Ich bin in dem Hotel, holst mich da ab. Mittlerweile hat uns der Portier rausgeschmissen, weil der gesagt hat, was will der 18-Jährige hier in diesem Hotel? Dann habe ich gesagt, na, wir holen den Herrn Röhrl ab. Ja, ist schon recht. Und hat mich wieder rausgeschoben. Ja. Am Ende habe ich ihn mitgenommen und es gab Kaffee und Kuchen tatsächlich, den meine Mutter allerdings fast aufgegessen hat, weil natürlich nie einer daran geglaubt hat, dass er wirklich kommt. Aber es war dann offensichtlich doch noch ein Stückchen übrig. Ja, es war ein Stückchen übrig und ich konnte ja nichts Bescheid sagen. Es war 1987, nichts Handy. Irgendwann haben wir geklingelt und wir standen vor der Tür. Sensationell. Ja. Ja. Und dann war die erste Rallye? Na, gar nicht. Also ich bin weiter zum Zuschauen gefahren, viel. Und irgendwie ist die Freundschaft geblieben. Wenn er in Deutschland Rallye gefahren ist, sind wir hingefahren. Und es gab eins das andere. Und irgendwann klingelt das Telefon im Januar 92. Und da sagt er, du, ich habe die Möglichkeit, die Bavaria Rallye Historik zu fahren. War damals ein Lauf zur Rallye Europameisterschaft mit historischen Autos, im Prinzip wie das Auto. Mhm. Möchtest du mein Beifahrer sein? Was gab es da zum Überlegen? Ich musste halt nur schauen, wie kriege ich schnell eine Lizenz her und dass ich Karten lesen konnte oder so, das wusste er, weil ich damals schon so Orientierungsfahrten gefahren bin. So, und dann bin ich im Mai 92 die erste Rallye meines Lebens mit der Startnummer 1 mit dem Weltmeister. Wow. Du kannst dir vorstellen, wie entspannt das war. Das ist ja dann doch nochmal ein anderer Schritt, ne? Also dass man davon träumt, dass man mal so eine Einladung ausspricht, von der man eigentlich vielleicht gar nicht glaubt, dass das wahr werden kann. Wie war das dann bei dieser Rallye, tatsächlich der Co-Pilot zu sein? War es schwer? Ja, es war vor allen Dingen deswegen schwer. Also man muss dazu sagen, es gibt kaum einen Menschen, den ich mehr schätze als den Walter. Aber als wir von der Bühne runtergefahren sind, von der Startrampe, hat er mich angeschaut. Übrigens, ich verlange von dir einen perfekten Job, nur dass du es weißt. Oh, mal gleich ein bisschen Druck aufgebaut. Mal gleich, bist auf Stimmung. Und ich habe auf der zweiten Prüfung tatsächlich, ich habe dann gelernt, wie man den Aufschrieb macht. Und wir haben von unten nach oben geschrieben. Das macht schon Sinn. Und bei der zweiten Prüfung habe ich von oben nach unten angefangen. Mhm. So, und da sagt der Walter, du hast übrigens oben angefangen, fang unten an, wir sind jetzt in einer Links 3 Plus. In einer Geschwindigkeit, also wie er das überrissen hat, dass die Kurve, die ich vorlese, irgendwann kommt. Ja. So, und dann habe ich mir die Links 3 Plus gesucht, habe weitergelesen und im Ziel hat er gesagt, so übrigens ein Fehler, ja, 2, nein. So, und es gab keinen mehr, zum Glück. Na gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da der Puls Ein schwerer Einstieg. Ja. Was schön war, muss man dazu sagen, die Startnummer 2 war ein Italiener. Ja. Und der Italiener ist mit Fabrizia Pons gefahren. Und die war damals die Beifahrerin von Michel Mouton, die zur Zeit mit dem Walter gefahren ist. Und die steht vor mir, guckt so auf meinen Overall und sagt, Peter Göbel, oder nie gehört. Und dann sage ich, na, das ist die erste Rallye. Oh, first Rallye with Walter. Ich sage, no, in my life. Dann ist die zum Walter gegangen und hat gesagt, stimmt es? Und dann hat der Walter gesagt, ach, das ist übrigens gut, bring dem mal bei, wie das hier geht. So, dann hatte ich die Vize-Weltmeisterin als Trainerin und den Weltmeister als Fahrer. Besser kann es nicht gehen, kann, oder? Also geht es nicht besser. Fantastisch. Ein Crashkurs. Ja, ich glaube auch. Aber auch da muss man ja dann die Nerven behalten, das muss man ja auch sagen, weil das ist, glaube ich, schon eine Riesenanspannung, wenn man dann gleich bei der ersten Rallye in einer solchen Situation performen muss und irgendwie abliefern muss. Ich habe halt viele Bücher gelesen, ich wusste so ungefähr, wie der Walter ist, aber man kann das sich live nicht vorstellen. Ein Beispiel zum Beispiel, wir haben vor einer Wertungsprüfung gewartet, es war warm und wir hatten 2 Fliegen im Auto, ich weiß gar nicht, ob er es noch weiß. Und da hat der Walter angehalten, ist aus dem Auto gesprungen, hat gesagt, mach die Fliegen aus dem Auto, ich steige nicht wieder ein vorher.
Und ich habe gar nicht gewusst, Röhrl ist wahrscheinlich mehr die Mücken an der Seitenscheibe. Naja, nee, ich habe das hinterher total verstanden. Ich habe die Fliegen rausgemacht, also wieder eingestiegen, sagt er, du, das ist, wenn man sich so konzentriert, stört sowas, wenn einem sowas vor der Form. Ja, also, aber in dem Moment sitzt du da zum ersten Mal drin und die Teilnehmer, die dann gekommen sind, die haben gefragt, habt ihr euch gestritten? Ich sage, nee, wir hatten Fliegen im Auto. Ja. Aber ich glaube, also dass eine Rallye, dass ihr Rallye-Sport anstrengend ist, höchste Konzentration erfordert und was ganz anderes ist als das, was wir jetzt als Eingangsthema hatten, die Oldtimer-Rallyes, das ist, glaube ich, ganz klar, ist jedem klar, der die Bilder kennt. Herr Röhrl, Sie haben uns einen fantastischen Film mitgebracht, der das ein bisschen veranschaulicht, was es wirklich heißt, die Rallyes zu fahren, auf denen Sie unterwegs sind, und wir dürfen den jetzt hier zeigen und einspielen. Und ich würde klar sagen, wir schauen uns das einfach mal an, dann sind wir alle in dem Thema abgeholt, worüber der Herr Röhrl und der Herr Göbel hier eigentlich gerade reden. Und ja, ich glaube, wir schauen einfach mal, lassen uns mal überraschen. Ein wilder Hund, überhaupt keine Frage. Super, super Karriere hingelegt. Aus Rennfahrersicht, glaube ich, ein sehr, sehr großes Vorbild. Er ist einer der ersten Namen, die ich gelernt habe, wenn es um das Thema Rallye geht. Walter Röhrl. Der Autoflüsterer, der seitwärts, glaube ich, mit am besten fahren kann von allen Menschen auf dieser Welt. Wenn ich in meiner persönlichen Hierarchie der Motorsportgötter einem König definieren müsste, das wäre klar der Walter Röhrl. Chemie am Lenkrad, zweifacher Weltmeister und vierfacher Monte-Sieger. Der König des Driftwinkels, Ausnahmetalent, Perfektionist. Röhrl der Fahrkünstler und Röhrl der beste Rallye-Fahrer aller Zeiten. Ein Leben im Grenzbereich, oft auf Messerschneide. Aber Röhrl ist auch Charaktermensch, eigenwillig, undiplomatisch, rastlos. Trotz Ruhm und Erfolg, bodenständig, geradlinig, ehrlich. Er ist sich treu geblieben in all den Jahren.
Wow. Also ich glaube, ich habe schon beim Zuschauen Angstschweiß auf der Stirn. Ich glaube, man sieht sofort, dass das um 100%ige Konzentration geht, dass es eine enorme Belastung ist, dass alle diese Rallyes, die man kennt oder die man vom Namen kennt, die sie gefahren sind, wirklich außergewöhnlich auch für sich sind. Aber gibt es eine Rallye, bei der Sie sagen würden, dass sie besonders herausfordernd war, besonders anstrengend war? Ja, das ist schlecht zu sagen. Also wie schon im Film dargestellt, für mich war, wenn ich davon geträumt habe, zu beweisen, dass ich der Beste bin, dann war immer das verbunden mit dem Sieg in der Rallye Monte Carlo. Ich habe kein Interesse an den WM-Titels gehabt. Ja. Ich wollte einmal Rallye Monte Carlo gewinnen. Das ist für mich einfach, was Wimbledon im Tennis ist zum Beispiel, ist Monte Carlo. Und das war für mich das Wichtigste überhaupt. Aber wenn ich heute die Filme sehe, muss ich mich immer als allererst bei den Zuschauern immer entschuldigen. Die müssen Vorstellung haben, dass ich ein totaler, brutaler Mensch bin, der da auf lebende Menschen mit 160 zufährt. Also heute bin ich schockiert von den Aufnahmen. Damals habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Da war ich so abgebrüht. Das war jeden Tag war das Gleiche. Und wenn einer gefragt hat, sagt er, du, die sind gestern weggesprungen, werden sie halt auch wieder wegspringen. Also, und du bist so abgestumpft, dass du das gemacht hast. Aber heute, wenn ich das sehe, bin ich natürlich schockiert davon. Hatte das Glück, Gott sei Dank, dass nie etwas passiert ist. Als einzige Entschuldigung, wie ich dafür habe, als dann wirklich mal was in Portugal passierte, wo 5 Leute tot waren, war ich der Erste, der während der Rallye gesagt hat, ich fahre nicht mehr weiter, ich höre auf, ich kann das nicht mehr verantworten mit den Zuschauern. Ich habe damals, es war zur Audi-Zeit, den Dr. Piech angerufen, sagte, wenn Sie der Meinung sind, Sie können das nicht mehr verantworten, hören Sie auf. Und aufgrund dessen haben dann alle anderen aufgehört und dann hat sich erst diese Verbesserung eingestellt, dass es heute nicht mehr so der Fall ist. Weil es war einfach nicht mehr tragbar mit den Gruppe B-Autos, die natürlich so wahnsinnig schnell waren, dass die Zuschauer das nicht mehr abschätzen konnten. Die wollten nicht mehr auf der Straße sein bis zum letzten Moment und es war nur eine Frage der Zeit, bis mal was passiert. Aber wie gesagt, heute ist es natürlich alles in geordneten Bahnen, die Leute sind weit weg. Aber es war natürlich wie immer, je verrückter, umso schöner war es natürlich. Wenn du es überlebt hast, war das natürlich wunderbar. Und so ein Gruppe B-Auto, der Audi mit 535 PS von 0 auf 160 auf einer Schotterstraße in 6,5 Sekunden, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist also unvorstellbar. Ne? Es gab keine Stelle irgendwo im Wald, wo du nicht sofort über 120, 130 gefahren bist. Kehre und noch von 0 auf 100 am Asphalt in 31 Meter 100 bist du 100 gefahren mit dem Auto. Also es ist alles, es ist mehr so eine Kanonenkugel gewesen. Ne? Als wir. Aber natürlich, das war der Höhepunkt, das war das Schönste überhaupt. Und es war vor allem, also für mich war es viel leichter zu gewinnen wie heute ein Sebastian Ogier, weil einfach die Autos sind zu einfach geworden. Die Autos sind so technisch hochgerüstet worden, dass mehrere Leute genau gleich schnell fahren können. Die Autos waren so kompliziert, dass der geringste Fehler hast in einer Kurve 3-4 Sekunden verloren, weil der Turbo nicht angesprochen hat. Deshalb auch dieser Tanz auf den Pedalen da, dass ich immer den Ladedruck halten kann und dass das Auto lenkt. Und also damit war es viel einfacher für den Guten zu gewinnen. Und ich habe meine Rallyes zwischen 5 und 15 Minuten gewonnen. Und heute gewinnt man mit zwischen 5 und 15 Sekunden die Rallyes, ne? Weil jeder mit schnell fahren kann mit den Autos. Aber wie gesagt, das war halt doch für meinen Begriff der schönste Zeit, diese Gruppe B. Das glaube ich. Ich meine, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wenn die Zuschauer so dicht an der Strecke saßen, man sieht das ja in vielen Videos. Sie haben gerade gesagt, mental muss man hat es ausgeblendet. Ist das so? Denkt man da dann gar nicht mehr drüber nach? Der Peter hat erzählt von einer Situation, Sanremo, glaube ich, wo Personen, Zuschauer auf der Brücke saßen, mit den Füßen zur Strecke hin. Nimmt man das überhaupt noch wahr? Ja, natürlich. Ja? Das nimmst du schon wahr. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, damit man mal sieht, die Brutalität von dem Sport. Begonnen hat es vor allem 82. Da war das mit den Leuten so. Ich war in Portugal, als Weltmeister Start Nummer 1 und in Portugal ist es besonders schlimm und mein Teamkollege war der junge Finne, natürlich, wo ich immer gesagt habe, der hat einen großen Nagel im Kopf, der Teubonen, der hatte Start Nummer 6 und auf den ersten Prüfungen,
Das sind drei Asphaltprüfungen in der Nähe von Lissabon. Da stehen auf den drei Prüfungen 500.000 Leute. Wahnsinn. Und ich bin als erstes Auto immer gegen geschlossene Menschen gefahren, habe teilweise gebremst, weil ich gemeint habe, ich fahre jetzt 20 tot. Kommt dann nach den drei Runden, komme ich an den Servicepunkt. Henry war immer so 3-4 Sekunden schneller wie ich auf den Prüfungen. Kommt der Teamchef zu mir und sagt, und, wer mal alt, lasst bei uns von den Finnern verblasen. Sag ich, Jochen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich 20 tot fahre. Es ist immer die Straße zu von mir. Sagt er, glaubst du, dass du viele Geld von uns bekommst, dass du auf die Idioten aufpasst oder dass du für uns gewinnst? Das ist hart. Das ist wirklich. Das ist Profisport, gell? Ja, ja, ja. Das ist eine Frage der Perspektive dann wahrscheinlich, ja. Peter, gab es bei dir in deiner Laufbahn eine Rallye, von der du sagen würdest, dass die besonders anstrengend war? Naja, anstrengend sicher, wenn man sie denn als Rallye bezeichnen soll, Paris-Dakar. Wir sind 2006 Paris-Dakar gefahren für das MAN-Werksteam. Mhm. Als Beifahrer in einem Renn-LKW, also normalerweise gibt es ja Service-LKWs, mhm, die aufpassen, wenn was kaputt geht, aber wir hatten tatsächlich ein Rennauto, 800 PS, 1500 Newtonmeter, mhm, also an der Ampel war es so schnell wie ein Porsche. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Die längste Wertungsprüfung, die ich gefahren bin, war 17 Stunden 41 Minuten Wertungsprüfung, okay, mit Helm auf. Dann hat sich der Teamkollege hat sich überschlagen, den musste man wieder auf die Räder stellen. Dann ist es Nacht geworden und dann sind die Verbindungsetappen ewig. Dann haben wir ein technisches Problem gehabt. Also die Wertungsprüfung war 17 Stunden 41 Minuten, aber wir sind 3 Stunden hingefahren zu der Wertungsprüfung und 4 Stunden nach der Wertungsprüfung war erst das Biwak. Dann hast du keine Lust mehr. Also das war der Moment, okay, wo ich dann auch, ja, zu Hause angerufen habe, habe gesagt, hoffentlich verreckt dieser LKW bald, dass ich nach Hause kann. Aber es ist alles heile geblieben. Wir sind tatsächlich sogar Achte geworden. Aber das ist so anstrengend, wenn man dann sagt, Kamelgras, dann steht im Roadbook, fahre 50 Kilometer Kamelgras und da siehst du nur so Grasbüschel, denkst, naja, ist ja Grasbüschel, aber die sind wie Beton. Okay. Und du sitzt in dem Sitz, die ganze Zeit haut dir einer links und rechts ins Gesicht, so fühlt sich's an und es hört einfach nicht mehr auf. Und du siehst im Roadbook, das dauert jetzt nur 50 Kilometer so. Sieht man da überhaupt noch was? Weil ich meine, das... Irgendwann, also wir hatten damals diese ja, Schalensitze, wenn es dann richtig macht, bam, 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 haust ja, dreimal gegen den Sitz, dann musst du erstmal wieder gucken, wo die Sternchen sind und dann geht's wieder. Aber irgendwann schnappt das so über, dass du anfängst zu lachen. Also wir haben Beifahrer, Fahrer, wir haben einen Mechaniker dabei gehabt, wir waren zu dritt. Du schnappst irgendwann über. Also als wir dann im Ziel waren, haben wir gesagt, wenn der Streckenposten im Ziel uns die Zeit, wenn der unfreundlich ist, steigen wir gleich aus und hauen dem einer rein. Einfach so, weil er da ist. Das weil du so fertig bist. Und das Schlimme ist, ich wusste, 17 Stunden 41 Minuten nach 18 Stunden disqualifiziert. Und wenn wir das nicht geschafft hätten, ist ein Rieseneinsatzteam da und du kannst einfach nichts dafür, weil wir mussten 3 Stunden dem Kollegen helfen. Und kommst 19 Minuten vor Dienstschluss, kommst dann an die Zeitkontrolle und weißt, jetzt hast du noch 3 Stunden, das macht keinen Spaß. Aber lustig war es am Ende trotzdem, wenn man die Bilder sieht, war es schön. Wie Gruppe B ja, vielleicht. Im Nachhinein ist dann im immer... Im Nachhinein ja, war es witzig. Das ist aber ein gutes Stichwort. Wie ist das, wenn man diese Bilder sieht? Wir haben jetzt gerade schon gesehen, gehört von euch, das ist alles sehr anstrengend, sehr stressig. Man muss ja als Fahrer und mit seinem Co-Pilot, man muss ja verdammt gut aufeinander abgestimmt sein, man muss perfekt miteinander funktionieren. Jeder macht mal Fehler. Bleibt da die Laune immer gut im Fahrzeug oder wird es mal richtig ruppig, Herr Röhrl? Also ich muss sagen, in meiner Laufbahn, ich hatte natürlich schon mal den Vorteil, dass ich mit einer Ausnahme habe ich immer absolute Könner im Auto gehabt. Das hat mit Peter begonnen, das war... Mein erster Beifahrer Jochen Berger war sicher zu seiner Zeit der Top-Beifahrer auf der Welt. Dann mit Christian Geisthöfer. Also es war bei uns, mit keinem habe ich jemals richtig Streit gehabt. Ich hatte mit Christian einmal ein bisschen dicke Luft, jetzt ganz zum Schluss, 87 bei der Safari-Rallye. Für mich war Afrika ist also No-Go, das habe ich mich immer mit Händen und Füßen gewehrt, aber irgendwann musst halt dann doch deinen Vertrag erfüllen und Christian wollte die Safari unbedingt gewinnen, mhm, und ich habe zu ihm gesagt, ich fahre so langsam, dass ich nicht einmal auf den 5000 Kilometer außerplanmäßig meinen Fuß fürs Auto rausziehen muss. Dementsprechend langsam bin ich gefahren und wir sind dann nur Zweiter geworden. Und der Christian war stocksauer, weil er wollte unbedingt gewinnen. Das war das Einzige, wo ein bisschen mal dicke Luft war, aber sonst nie. Und du kannst auch den Sport nicht machen, dass der Beifahrer ein Geschäftspartner ist. Das muss ein
enger Freund von dir sein, weil sonst hältst du das nicht aus. Monte Carlo, die längste Etappe ist 40 Stunden. Oh wow. Du sitzt 40 Stunden nonstop im Auto auf engstem Raum unter größter nervlicher Anspannung. Und wenn da irgendeine Kleinigkeit ist, den einen Beifahrer, wie gesagt, wo ich mal einen Falschen hatte, mit dem bin ich nur drei Lies gefahren, der hat es alle Minute gemacht. Ich habe gesagt, wenn du es noch einmal magst, haue ich dich fürs Auto raus, das Gefühl. So richte ich das auf. Durch die Anspannung, wo du hast und die lange Zeit. Also du musst dich blind verstehen. Ja, das ist, glaube ich. Ich kann es überhaupt nicht verstehen aus der Sicht des Beifahrers. Der muss ja wirklich auf mich verlassen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Lenkrad in der Hand, ich kann was tun. Aber der ist vollkommen, der sitzt da drin und wartet, ob der Idiot am Baum hinfährt oder nicht. Also das ist also, das musst du mal vertragen. Gell? Das ist, also das, aber wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich mit meinen Beifahrern mich blind verstanden habe, obwohl gerade speziell mit Christian Geisshofer, der ein ganz anderer Mensch ist wie ich, der ein Lebemann ist, der eleganter Bursche ist. Ich bin ein Bauer, ich möchte Auto fahren und möchte mehr Ruhe haben. Der Christian will das live genießen. Aber das hat im Auto funktioniert. Ich habe gesagt, du kannst machen, was du willst. Im Auto, wenn du einen Fehler machst, beim zweiten steigst du aus. Ausarmen, passt da. Ja? Und das hat funktioniert. Naja, klare Ansage. Da kann man sich ja auch nicht mehr viel erlauben. Sie sind ja bekannt, Herr Röhrl, als sehr disziplinierter und auch sehr regeltreuer Fahrer, der das sehr ernst nimmt und auch sehr respektvoll mit allen Regeln im Verkehr und allem umgeht. Trotzdem liest man immer wieder mal von, lassen Sie mich mal sagen, fadenscheinigen Polizeikontrollen, die ja dann, ich glaube, in Frankreich gab es mal eine Situation, wo Sie sogar fast ins Gefängnis sollten. Was ist denn da passiert? Ja, wir waren mit dem Trainingsauto unterwegs und in Frankreich gibt es natürlich auch unheimlich viele Rallye-Fans. Und irgendwo sind wir von der Sonderprüfung rausgekommen, sind auf der Bundesstraße gefahren und es hat uns ein so zitternd Visa mit vier jungen Burschen überholt, die also fotografieren wollten. Die sind erst neben uns gefahren, fotografiert und dann vor uns, dann haben sie sich umgedreht und hinten raus fotografiert und irgendwann wollten sie wieder, dass jetzt ich wieder vorfahre und sind also ganz langsam gefahren. Und sind also bis sie 20 waren, das war aber an einem Punkt, wo ein durchgezogener Strich war. Und wie die dann 20 gefahren sind, bin ich halt dann vorbeigefahren, weil ich nicht hinten nachfahren wollte. Und ein Polizeiauto ist entgegengekommen gewesen. Und die haben uns dann aufgehört und gesagt, ich bin beim durchzogenen Strich, habe ich überholt, habe ich erzählt, wie das war. Ja, er will eine Strafe. Ich sage, nee, gibt es nicht, Strafe, zahlen tue ich nichts. Dann haben sie uns mit aufs Revier genommen, das war so 15 Kilometer weiter entfernt. Dann habe ich gesagt, also zahlen, keine Chance, gibt keine, ich zahle nichts. Ich habe nichts gemacht. Die Jungs, sie haben gesehen, was passiert ist, die wollten stehen bleiben, dass ich vorbeifahre. Es war kein Gegenverkehr, nichts, also ich sehe das nicht ein. Das hat dann bin vielleicht eineinhalb Stunden auf der Wache gewesen. Die haben dann nicht mehr gewusst, was sie machen sollen, haben da rumgedrückt. Und der Christian ist aber dann mal rausgegangen und das habe ich nicht mitbekommen und hat draußen diese 50 Franken oder was bezahlt, was gekostet hat. Ne? Aber ich hätte mich einsperren lassen. Das hat aber dann keiner getan. Das hat dann keiner getan, weil plötzlich irgendwann gesagt, ich habe gedacht, jetzt geben sie auf und habe gesagt, also wir können jetzt erfahren. Ne? Aber wenn ich gewusst, dass der Christian die Strafe irgendwann draußen bezahlt hat. Also das sind so Dinge, das wird es bei mir nicht geben. Werde ich niemals machen. Wenn ich was nichts gemacht habe, dann gehe ich durch dick und dünn. Da gibt es also, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was ich mit da Polizei. Sie, ja, ich glaube, es wäre spannend. 74, ich bin ja 73, 74 Europameister gefahren. Alles im Ostblock. Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Und das war die Zeit, eiserner Vorhang, die wir in ein Auto gesehen haben, mit einem hellen Nummerntafel rausgewunken, Strafe 10 D-Mark. Da habe ich gesagt, du kannst mich 10-mal, wenn du willst, du kriegst gar nichts von mir. Ja, dann bekommst du deinen Pass nicht mehr. Dann habe ich ihn auf der Straße stehen lassen, bin gefahren, hat in den Pass gestoßen, bin weitergefahren. In Rumänien, irgendwo in der Wüste. 500 Kilometer später, am Abend, kam Polizei, hat mir meinen Pass wiedergebracht. Okay. Ja, wenn jeder das macht, dann kann man die Leute nicht erziehen. Man muss irgendwann mal sagen, das geht nicht. Man muss stur bleiben. Jeder deutsche Tourist 1974 hat die 10 D-Mark bezahlt. Ja klar, weil er Angst hatte. Die Dame daneben hat geschrien, die Kinder haben geschrien, aber ich nicht. Wenn ich nichts gemacht habe, zahle ich nichts. Ausahmen. So war das. Das hat sich dann schon rumgesprochen. Ja.
Sie sind sehr pflichtbewusst. Ja. Bei einer Rallye in Deutschland sind Sie mit Ihrem Audi aber, soweit ich weiß, mal stehen geblieben und haben gesagt, Sie machen nicht weiter. Jawohl. Was ist da passiert? Das war bei der Hunsrück-Rallye. Ich bin ja in Deutschland nur immer gefahren, um für den deutschen Sport ein bisschen Reklame zu machen. Und dann hat es geheißen, ich soll die Hunsrück-Rallye fahren. Und wenn ich natürlich in Deutschland gefahren bin, waren natürlich Zuschauer en masse. Und es war so, ich hatte Startnummer 1, es war das Ganze spielt sich da in einem Hunsrück ab, in Baumholder. Da waren natürlich Autos unterwegs, nur stehender Verkehr. Und wir konnten im Prinzip die Etappenzeiten, die also vorgeschrieben sind, mit einem 50er Schnitt oder was, waren nicht lösbar. Ich habe dann, die Fans sind ja schon so, die fahren dann am ganzen Straßenrand raus und der Gegenverkehr und da kannst du in der Mitte dann langsam durchfahren. Aber ich habe natürlich überrissen, dass irgendwann mal vorne die Zivilstreife gefahren ist, BMW mit der langen. Da habe ich mich natürlich hinten eingeweckt, bin hinten nachgefahren. Kam natürlich an der nächsten Zeitkontrolle zu spät. Mhm. Weiß nicht. Alle anderen, die sind natürlich hinter mir gefahren, mir hat sich auch keiner überholen trauen, weil ich gesagt habe, fahrt der Röhrl langsam, also fahren wir lieber hinten nach. Alle anderen haben es geschafft, bloß ich nicht. Ich bin da genau eine Minute spät gekommen, 60 Strafsekunden. Auf Nacht, wir haben die Rallye angeführt, trotzdem sage ich, erstens will ich, dass die Minute rauskommt und zweitens will ich, dass morgen die Etappenzeiten verlängert werden. Weil sonst bin ich irgendwann am Montag in der Früh auf der Bildzeitung, auf der Titelseite Röhrl rast im öffentlichen Verkehr. Und wenn das morgen in der Früh nicht ist, fahre ich nach Hause. Mhm. Das hat dich keiner glaubt, außer die, die mich kennen. In der Früh bin ich gekommen, habe gesagt, Christian, ist die Minute raus? Ja, die wollen das wollen sie. Ist er raus? Nein, sage ich danke, umgedreht, oberaus, zup, und heimgefahren. Sache erledigt. Okay. Nur so geht's. Da war der eine oder andere dann wahrscheinlich doch verwundert. Ja, ganz klar, aber es hilft nichts. Wenn ich gefahren wäre und ich wäre auf der Titelseite, dann möchte ich nicht wissen, habe ich dann Herrn Piech auch erzählt. Sag ich möchte nicht, was Sie erzählt hätten. Wenn ich auf der Titelseite bin, Röhrl rast im öffentlichen Verkehr mit dem Rallye-Auto durch die Gegend. Ja. Absolut richtig. Und darum habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, höre ich auf. Also das sind so Dinge, die musst halt durchstehen. Da gab es natürlich genug Leute, die was ich nicht verstanden haben, die dann auch blöde Kommentare geschrieben haben. Aber ich bin in meinem Leben jetzt inzwischen mit dem Geradeaus ganz gut durchs Leben gekommen. Ganz gut durchgefahren sozusagen. Ja, und auch ich sage mal, was man denkt und vertrete halt meinen Weg. Und man kann nicht alles schlucken. Man muss schauen, dass die Leute auch lernen in dem Umfeld und nicht sagen, ja, das mache ich halt oder ich sage nichts. Das habe ich auch, die Diskussion laufen mit meiner Frau, sagt, was regst du denn auf, da kannst du es nicht verändern. Sag, ja, wenn keiner was sagt, wird es auch nie verändern. Ich muss das sagen. Und da sind wir schon wieder bei der Politik. Da traut sich auch keiner sagen, was ist. Das stimmt. Ich glaube, das war aber auch, die Rallye war auch der Schlüssel ein bisschen zu eurer Freundschaft, stimmt das? Ja, das war eben diese Rallye, genau, wo ich zum Kaffee eingeladen habe und das war das Glück, dass ich doch noch am ersten Tag hingegangen bin, sondern am zweiten Tag hat es einfach nicht mehr funktioniert. Und man muss einfach mal sagen, mit dieser Einladung ist mein Leben so abgebogen vom Steuerberater irgendwann mal in die Motorsportlaufbahn. Genau. Das war also reines Glück. Wahnsinn. Herr Röhrl, Sie haben eben schon etwas berichtet, dass die Rallye Monte Carlo so die Rallye war, die Sie immer am meisten gereizt hat, fast wichtiger war als der Weltmeistertitel. Was ist so besonders an der Rallye? Warum ist das die Rallye, die Sie am meisten reizt? Ich glaube, das zeigt einfach den besten Fahrer. Der muss auf Schnee gut sein, der muss auf Asphalt gut sein, der muss halt unheimlich exakt fahren können. Es ist kein Platz für Fehler. Monte Carlo ist immer sehr eng und ist einfach für mich... Da habe ich das Gefühl, wenn ich die gewonnen habe, okay, ich habe gewonnen, weil ich der Beste bin. Mhm. Wenn ich heute eine Weltmeisterschaft gewinne, gewinne ich über das ganze Jahr, vielleicht durch eine gewisse Gleichmäßigkeit, kann ich zum Schluss Weltmeister werden. Das gibt mir nichts. Ich möchte die Rallye fahren und möchte am Ende sagen, ich habe gewonnen, weil ich der Beste, der Schnellste war. Sie haben sie viermal gewonnen? Viermal auf verschiedenen Autos. Ich wollte sie nur einmal gewinnen. Das war mein Lebensziel, da wollte ich auch aufhören, damals in dem Jahr, 1980 war das, was natürlich in meinem Umfeld vollkommen unverständlich war, eigentlich mein Beifahrer und alle anderen haben gesagt, spinnst du? Ich habe aber dann mich gesagt, nein, ich wollte das wissen und jetzt weiß es und das ist genug. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Und der Schlüsselpunkt war, es war 14 Tage harte Diskussion und dann sagte mal der Christian zu mir, das heißt, also dir macht das Autofahren jetzt keinen Spaß mehr. Ich
Sag ich, wie kommst du jetzt da drauf? Er sagt, wenn du nicht mehr fahren willst, kaufst du jetzt selber ein Auto und fahrst Rallye oder was. Du hast doch noch Spaß am Auto. Jetzt wird das alles zahlen, wir verdienen einen Haufen Geld. Und das Argument hat mich dann letztendlich überzeugt. Ich habe gesagt, okay. Aber dann kam gleich der nächste Größenwahn in mir und habe gesagt, okay, jetzt will ich zeigen, dass nicht das Auto das Wichtigste ist, sondern der Mensch. Mhm. Und so kamen diese vier Monte Carlo Siege auf vier verschiedenen Autos. Das war meine Motivation. Aber wenn die Monte Carlo vorbei war, war für mich der Rest des Jahres war Freude, Beigabe. Nur die Monte Carlo war ernst. Ist denn einer der Siege, oder kann man sagen, ja. Sie haben gerade gesagt, Sie wollten eigentlich nur einmal gewinnen. Ja. War dieser erste Sieg der wichtigste, wertvollste, oder gibt es einen anderen Sieg, wo Sie sagen, ja, das war eigentlich der schönste? Der erste war der schönste. Mhm. Ich kann mich erinnern, man kommt in der letzten Nacht, in der Früh um sieben aus den Bergen raus und hat über Monte Carlo, La Turbie heißt der Ort, ist der letzte Service, wo das Auto dann noch geputzt wird. Und dann fährst du von La Turbie so 10 Kilometer runter nach Monte Carlo. Es war morgens um 8 Uhr, strahlend blauer Himmel, das Meer hat. Da bin ich runtergefahren und habe gesagt, jetzt ist mein Leben, ich habe alles erreicht in meinem Leben, mehr brauche ich nicht mehr. Also das war wirklich der einzige Moment, wo ich wirklich mal in meinem Leben 10 Minuten richtig glücklich war, muss ich sagen. Alles andere war für mich dann wieder später war eine gewisse Pflichterfüllung. Mhm. Ich habe erwartet, dass ich gewinne. Wenn ich gewonnen habe, habe ich mich 5 Minuten gefreut und dann war das abgehakt. Aber weh, ich bin ausgefallen oder es ist irgendwas passiert, war ich 14 Tage unansprechbar. Also das habe ich nie ablehnen können und das ist halt mal so. Und ich bin auch heute keiner, der überhaupt daran denkt, an diese Sachen. Ich denke natürlich daran, weil ich es immer wieder mal erzählen muss. Aber wenn ich alleine bin, habe ich noch nie den Gedanken, mein Gott, toll, du hast Firmen Monte Carlo gewonnen. Da denke ich gar nicht mehr dran. Also die Zeit ist vorbei. Okay. Ich beschäftige mich eher mit dem, was ich heute noch mache. Aber wie gesagt, für mich war Monte Carlo einfach der Inbegriff, ob das richtig ist oder nicht, ist mir auch egal. Also mir hat es das gegeben, dass ich das Gefühl habe, das war das Wichtigste in meinem Leben. Und von der Wertigkeit her, sicher war der letzte Sieg mit Audi war für mich der schwierigste überhaupt. Ich bin das erste Mal 1984 in einem allradgetriebenen Auto gesessen, bin nur Heckantrieb gefahren in meinem Leben. Und damals war der Allrad halt noch ein Auto, der anders gefahren ist wie ein Heckantrieb. Der war ähnlich einem Frontantrieb, der gerne geradeaus gefahren ist, der nicht in die Kurve eingelenkt hat. Und ich hatte 3 Teamkollegen, also Michel Moutot, Hanno Mikola und Blomqvist, die natürlich 3 Jahre schon Audi gefahren sind. Und sie haben mich noch dazu dann am Anfang richtig auflaufen lassen, haben mich die ersten Prüfungen mit Absicht mit verkehrte Reifen losgeschickt. Mhm. Und ich war also nach 2 Prüfungen war ich bereits 2,5 Minuten hinter dem Feld, nach 2 Prüfungen von 47. Und da hast du natürlich schon, da kommt einmal ein Moment, also besonders nach der 2. Prüfung, da war ich 1 Minute 28 langsamer wie Blomqvist, mein Teamkollege. Und es war eine lange Verbindungsetappe, 120 Kilometer von den Seealpen rüber in die Ardèche. Da habe ich auf der Fahrt nur an Selbstmord gedacht. Gell? Okay. Und habe aber das Glück gehabt, dass ich dort und ankam an dem Servicepunkt. Einer meiner besten Freunde war ein Psychiater, der Chef von der Psychiatrie an der Uniklinik Erlangen. Ja. Der war jedes Jahr mit mir 10 Tage beim Training Monte Carlo und er war auch beim Zuschauen. Und war auf dieser 2. Prüfung, wo ich 1 Minute 28 langsamer war, beim Zuschauen. Und ist dann nach den ersten 15 Autos am kürzesten Weg zum nächsten Audi-Servicepunkt gefahren. Aber wir sind 120 Kilometer und war schon da, als ich dort ankomme, total am Boden. Und ich steige fürs Auto aus und er kommt auf mich zu und sagt, du bist der Größte. Sag ich, aber du hast das Wort vergessen noch dazu. Ich war 1 Minute 28 langsamer wie der Stick. Dann sagt der Walter, an der Stelle, wo ich gestanden bin, die Leute sind sich in den Armen gelegen. Um so viel schneller bist du gefahren wie alle anderen. Sag ich, wie gibt es das dann? Sag ich, wo bist denn du gestanden? Sagt, ich bin am Col de Port oben auf der Passhöhe gestanden. Und das war eine Prüfung, 48 Kilometer mit Schnee und es hat geregnet. Und der Schnee wurde zum Matsch. Und wir haben alle am Servicepunkt, haben sie gesagt, die 3 Autos fahren auf den schmalen Schwedenspikes. Haben alle 3 Autos aufgebockt, die Reifen drauf gemacht. Ich hatte Start Nummer 1. Und wie ich weg war, haben dann die richtigen Reifen drauf gemacht. Und wenn der das nicht zu mir sagt, habe ich gesagt, das kann nur an den Reifen gelegen sein, weil dort ist mein schmaler Reifen optimal gegangen auf der Passhöhe, auf 2000 Meter Höhe, harte Schneedecke.
Und dann bin ich zum Mechaniker, den ich kannte. Ich war ja beim Training mit einem Mechaniker unterwegs und das war der einzige, den ich gut kannte. Ich war ja neu im Team. Den habe ich am Krawattelback gesagt, Hans, sind Sie mir unlängst die Premium. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja. Sagt er, ja, wenn du weg bist, machen die anderen die richtigen Reifen drauf. Okay. Und das musst du, das ist auch Profisport, gell? Ja, ja. Da investiert also eine Firma 20 Millionen und dann schicken sie mich mit den verkehrten Reifen los. Der Grund war, dass ich in den 83 und 82 die Weltmeisterschaft versaut habe, mit Opel und mit Lancia. Und da wollten sie sich an mir rächen. War dann die späte Rache, ja. Wenn ich da nicht drauf komme, bringe ich mich auf der dritten Prüfung um. Weil ich sage, das muss ja viel schneller gehen. Ja, ja. Dritten Prüfung haben wir alle die gleichen Reifen gehabt, ich eine Minute schneller wie die anderen. Ja. So eng geht's. Aber ich glaube, mit dem Wechsel, wenn ich das richtig weiß, auf die Allrad angetriebenen Fahrzeuge, da geht das ja dann auch mit dem Bremsen und Gas geben an. Ja, das war damals so. Da musste man mit dem linken Fuß bremsen, damit das Auto auch lenkt. Das habe ich nie gemacht gehabt. Ich habe gesagt, das brauche ich nicht. Das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe dann gemerkt, ich fahre in jeder zweiten Kurve fahre ich geradeaus. Jetzt muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich bei Fiat war, war damals einer der größten Rallye-Fahrer Timo Mäkinen. Und mit dem bin ich mal Rallye gefahren in Kanada. Sagt er, eins musst du merken, wenn du mal Linksfuß bremsen lernst, kostet 3 Autos. Oh Gott. Er hat recht gehabt, bei dem Training Monte Carlo 84 habe ich 3 Autos gebraucht. Aber dann, rechtzeitig eine Woche vor der Rallye, ja, weil man Schalter umgelegt, aber ich wusste, wie es geht. Man konnte das ja in dem Video auch eben kurz sehen. Ja, oder? Da das ist schon schwer beeindruckend. Also ich glaube, die bräuchten alle noch ein paar Autos mehr. Und darum war das natürlich für mich, das war natürlich letztendlich dann der größte Erfolg. Erstmal am Anfang schon so weit hinten dran und erstmal in dem Auto und gegen die absoluten 3 Top-Leute auf der Welt, die das Auto kannten, das war schon ganz gut. Also das muss Wahnsinn. Ich sagen. Ich meine, für mich ist es ja jetzt schon eine große Freude, Sie hier bei uns auf der Bühne sitzen zu haben, mit all diesen tollen Geschichten, die Sie erzählen können. Sie sind ja, in Ihrem Leben haben Sie ja unglaublich viele Begegnungen mit ganz vielen Menschen gehabt. Gibt es da eine Begegnung, ein Erlebnis in diesem ganzen Rallye-Zirkus, wo Sie sagen, das war was ganz Besonderes, das war ein tolles, unverhofftes Treffen mit irgendjemandem? Ja, das gibt es natürlich, da gibt es ein paar tolle Sachen. Also ich erzähle mal so Namen wie Herr Karajan, mit dem bin ich viel Auto gefahren, zum Beispiel. Dann mit Paul Newman, eine Begegnung, das war auch eine eigene Story, wenn ich das erzähle. Dann habe ich noch, was war noch wichtig, also es ist schon toll an dem Sport, wenn man die Leute kennen, zum Beispiel der Herr von Karajan, der war, als ich bei Audi war, eines Tages kam ich einen Anruf von Ingolstadt, also der Herr von Karajan will mit Ihnen ein Auto fahren, Sie müssten nach Salzburg fahren, er will mit Ihnen unbedingt ein Auto fahren. Dann bin ich dorthin gefahren, er hatte damals einen Sportquattro gehabt und dann sind wir erstmal schon, wenn man dann hinfährt, es ist schon lustig, da in Anif, wo er wohnt, da sind so ältere Herrschaften sauber mit angezogen, auch vor dem Haus spazieren gegangen, damit sie den lieben Gott einmal sehen, wo er wohnt. Und dann sind wir dort von ihm weggefahren. Und wenn wir dann mit dem Auto vorbeigefahren sind, haben sie die alle verdeigt, wenn er vorbeigefahren ist und so. Ne? Und dann sind wir gerade draußen gewesen und dann, so nach 10 Minuten sagt er, wissen Sie schon, warum ich mit Ihnen ein Auto fahren will? Und ich sage, ja, weil Sie fahren halt ein Audi und Sie wahrscheinlich haben Sie den Herrn Dr. Piech angerufen, dass Sie mit mir ein Auto fahren wollen. Dann sagt er, wissen Sie, ich habe zum Beispiel ein Segelschiff, eine Swan, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Also das ist, und habe auch ein Flugzeug, also eine Mystère, das ist auch das Beste. Und jetzt wissen Sie, warum ich mit Ihnen Auto fahren will. Da sind wir gefahren, so 50 Kilometer, war damals schon nicht mehr so gut beieinander. Und er sagte, ich habe gesehen auf dem Film, dass Sie immer mit dem linken Fuß bremsen. Warum machen Sie das? Sag ich, ja, damit das besser lenkt und so. Er sagte, können Sie mir das nicht zeigen? Sag ich, da muss man an der physikalischen Grenze fahren, damit das funktioniert. Da kann man nicht langsam fahren. Er sagt, das ist doch nicht viel Verkehr. In den Bergen können wir doch schnell fahren. Ne? Der Herr Karajan. Ja, okay, dann habe ich noch ein bisschen nachgelegt und dann gefahren. Und dann, wenn eine Linkskurve kam, Rechtskurve, dann hat er sich in meinem Sitz so Armaturbrett aufgemacht. Geht schon. So ist der Karajan nicht mir. Das muss man sich mal vorstellen. Das glaubt man aber auch nicht. Mit Linksbremsen volle Maschine durch die Berge gefahren, das von Salzburg. Es ist unglaublich. Ne? Also das sind schon.
Ja, vor allen Dingen beim Herrn Karajan kann man sich das nicht so richtig vorstellen. Und dann hat natürlich dann, das hat sich dann weiter fortgesetzt. Später hat er dann Porsche 959 gehabt, dann musste ich auch immer mit ihm fahren. Es war immer das Gleiche. Also alle 4 Wochen hat seine Sekretärin angerufen und sagt, Herr Röhrl, Sie müssen wieder kommen. Er will unbedingt wieder fahren und er lässt uns den ganzen sagt, haben Sie den Herrn Röhrl schon angerufen? Dann bin ich wieder nach Salzburg gefahren, bin mit ihm wieder durch die Gegend gefahren. Und dann hat er immer erzählt, da übe ich jetzt wieder, dann rufe ich Sie wieder an. Der konnte damals meines Erachtens schon gar nicht mehr Auto fahren, so schlecht war er beieinander. Aber er hat das immer, er wollte das immer, er wollte immer mit mir Auto fahren. Wunderbar, tolle Geschichte. Der Carlos Reutemann, der war einmal mein Teamkollege, das war auch eine tolle Story. Der hat natürlich Rallye-Fahrer als das primitive Volk betrachtet. Er hat gesagt, was sind denn Rallye-Fahrer, was ist das? Und ich hatte einen Manager, der Portugiese war und der in der Formel 1 den Senna gemanagt hat. Mhm. Der kannte natürlich auch den Reutemann. Und dann hat er mal gesagt, gibt es da einen bei den Rallye-Fahrern, die das können? Und hat der Domingos gesagt, ja, es gibt schon einen, der so Deutscher, der fährt ganz gut. Und dann war die Rallye Argentinien, die alle auf Schotter ist. Dann haben sie extra als Prolog eine 50 Kilometer Asphaltprüfung gemacht. Als erste Prüfung, weil man wusste, der Rennfahrer, Formel 1 Fahrer, Asphalt ist ja sicherlich ganz gut. Und der war Teamkollege bei mir im Fiat. Fiat und Ferrari ist eine Firma, also er ist auch Fiat gefahren. Und nachdem ich dann auf dieser Prüfung um 50 Sekunden schneller war wie er, er war zwar zweitschnellster vor allen anderen Rennfahrern, ab da hat er mich dann so einfach respektiert, dass ich für ihn also der liebe Gott war. Er hat mich dann, wenn er mich irgendwann im Leben, hat er mich mal in Nizza am Flugplatz getroffen, dann ist er auf mich zugestürmt und sagte, der beste aller Autofahrer, und hat mich umarmt. Also Carlos Reutemann, ne? Also da hätte ich mir gar nicht fragen dran, dass ich ihm die Hand geben darf früher. Ne? Aber so das ist ganz interessant, was toll. Motorsport dann doch für Türen und Menschlichkeit öffnet. Herzen öffnet, ja. Wunderbar. Das Thema Zeit, eigentlich ja so ein bisschen das Thema, würde ich jetzt sagen, mehr des Co-Piloten. Hat Sie das während der Rallyes interessiert? Also haben Sie das natürlich schon. Ja? Das ist, man muss sich vorstellen, beim Rallyefahren ist das die ganzen Tage, wo du unterwegs bist, hast du den Zwang, dass du innerhalb von 59 Sekunden an einer Kontrollstelle musst. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt der richtige Wettbewerb, aber selbst wenn du dort spät bist, ist die Rallye verloren. Also du bist immer unter Druck, dass du bei den Verbindungsetappen pünktlich wo bist. Dann wird am Auto irgendwo geschraubt und schon hast du wieder einen Stress, dass du dorthin kommst. Und darum, die Zeit ist natürlich in der Hinsicht, dass du pünktlich am richtigen Ort bist und dass du natürlich auf der Sonderprüfung der Schnellste bist. Die Zeit ist das Entscheidende, das ist der Maßstab und das ist aber auch das Gute an diesem Sport. Ich würde verrückt werden, wenn ich Eiskunstläufer bin oder Skispringer, wo ich von der Beurteilung von Menschen abhängig bin. Das kann nie fair sein. Das ist das Einzige, was die Wahrheit sagt. Nur da, auf das kann ich mich verlassen. Auf alle anderen wäre ich todunglücklich. Haben Sie das selbst mitverfolgt oder hat das immer der Co-Pilot bei Ihnen? Ja, die Zeit natürlich, gehabt. Klar. Also ja. Die Verbindungsetappe war, muss ich immer dazu sagen, böse Zungen behaupten ja, das Gehirn im Rallye-Auto sitzt rechts. Also, ich fahre nur. Aber er muss alles, er lenkt das alles. Dann muss man sagen, ob es eilig war auf der Verbindungsetappe oder nicht, ob Zeit ist. Das ist einfach, und das war für mich auch, das habe ich erwartet vom Beifahrer. Ich wollte mich nur ums Autofahren kümmern, nichts anderes. Er musste mich lenken, leiten und sagen, wann muss ich wo sein. Das war. Und darum ist Zeit natürlich ein ganz entscheidender Punkt in dem Sport, da gibt es gar nichts. Und Zeit auch für mich selbst und auch vielleicht auf die Uhren zu kommen. Ich habe festgestellt, dass alle Rennfahrer oder Rallyefahrer haben alle einen Drang zu einer mechanischen Uhr, weil das gehört einfach zusammen. Das ist das Auto und so eine mechanische Uhr, das ist auch ein Kunstwerk, das man bewundert und darum ist es, ich kenne glaube ich keinen von meinen Kollegen, der unter 20 Uhren zu Hause hat.
Ja, ich habe ja jetzt auch, ich habe so ein bisschen vermutet, das wusste ich ja jetzt auch nicht, das wäre halt auch eine Frage gewesen, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ist das, wenn man jetzt in seinem Beruf unter dieser Anspannung so von dem Thema Zeit gesteuert ist, ist man dann sehr froh, wenn man privat unterwegs ist, dass man seine Armbanduhr sofort ablegt. Jetzt sehe ich aber bei Ihnen beiden wunderbare Zeitmesser unabgesprochen am Handgelenk. Bei dir heute die 7:17, Peter. Ja. Erzähl uns doch mal, das ist jetzt nicht die Uhr, die du mit uns gemeinsam entwickelt hast. Was gefällt dir an der Uhr? Naja, und warum trägst du überhaupt jetzt eine Uhr und sagst nicht, bin jetzt gerade nicht im Cockpit, ich habe nicht zu arbeiten, ich möchte das jetzt alles von mir. Ja, weil man das irgendwie als Beifahrer automatisch macht. Also auch als es hier losgegangen ist und die Uhr runtergezählt hat, man schaut halt immer drauf, weil bei der Wertungsprüfung oder bei der Rallye eine Zeitkontrolle auf die Minute da sein, aus der Mittagspause auf die Minute wieder losfahren und irgendwann hat man sich das angewöhnt und als wir Rallye gefahren sind, hatte ich immer zwei Uhren, weil wenn irgendwas passiert und eine ausfällt, dann hat man auf der anderen Seite noch eine. Mhm. Und so ist das halt, ich bin natürlich durch meine Oldtimer-Rallyes und dieses Stoppen der Gleichmäßigkeitsprüfung auch auf der Autobahn, schaue ich immer und messe an den blauen Dingern, klack, ob mein Tacho genau richtig geht, weil dann kann ich es nämlich ausmessen. Ja. Ein Kilometer drücke ich die Stoppuhr und dann weiß ich, ob mein Tacho 5 Kilometer vor oder zurück geht. Mhm. Und das irgendwie bleibt. Berufskrankheit. Das ist aber nicht schlimm. Nein, ich möchte das auch überhaupt nicht unterbinden. Das ist auch mein Problem. Also ich kann nichts tun. Jede Tätigkeit wird gemessen bei mir. Ja. Also wenn ich in der Früh zu Hause bin, wird ungefähr 1,5 Stunden Rad gefahren. Ja. Und die Runde weiß ich jeden Tag, gestern war ich 4 Sekunden langsamer. Heute bin ich 7 Sekunden schneller. Die im Winter Skitour, es gibt keinen Berg, wo ich nicht weiß, vor 30 Jahren bin ich gegangen 1:27:20. Heuer bin ich gegangen 1:31, bin todunglücklich. 4 Minuten langsamer. Das kann es nicht geben, aber irgendwann musst du halt dem Alter doch Tribut zollen. Und ich kann nichts tun. Das, ganz egal, was ich mache, ob ich Radl fahre, wenn ich wohin fahre, ich weiß jedes Mal, was ich gestern für Zeit gehabt habe, was ich heute für Zeit habe. An Ihrem Handgelenk der EZM10? Ja, und darum brauche ich immer eine Stoppuhr vor allem. Das ist ganz wichtig. Also es gibt schöne andere Uhren, aber ich muss die Zeit messen können. Das ist ganz wichtig. Was gefällt Ihnen an der Uhr besonders? Ja, einfach, dass ich zumal auch eine zweite Zeit habe, weil ich natürlich viel im Ausland war immer. Dann muss ich meine Uhr nicht umstellen. Das ist ganz wichtig. Dann weiß ich, jetzt schaue ich auf den kleinen roten Zeiger. Das ist wichtig. Und was mir natürlich einfach gefällt, ich bin ein sehr schlechter Schläfer. Also ich kann nicht länger wie 3 Stunden am Stück schlafen. Okay. Und dann möchte ich, wenn ich wach bin, muss ich die Uhr ablesen können. Sonst muss ich das Licht machen. Und dann ist man ganz wach. Wach. Also ich muss mit einem Auge muss das reichen. Ah, okay, oh, scheiße, jetzt ist es 2:05. Peter, du bist, soweit ich weiß, 2012 aus dem aktiven Rallye-Sport ausgestiegen, ist das richtig? Ja. Hast da ja auch eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt, organisierst heute Oldtimer-Rallyes. Konntest du etwas von den Erfahrungen, ich nehme mal ja schon an, dass du da einiges mitnehmen konntest, was sich dort wiederfindet? Naja, eigentlich alles. Also jetzt bei diesen Oldtimer-Rallyes geht es ja eigentlich um nichts. Es ist Spaß. Wir fahren, um den Leuten schöne Gegenden, schöne Landschaften zu zeigen. Aber natürlich der Stress der Organisation aufzupassen, immer die Zeit im Blick zu haben, ein Team zu koordinieren und so, das hat mir schon immer extrem viel Spaß gemacht. Und wenn du das unter Stress kannst, dann kannst du das bei einer Oldtimer-Rallye auch unter Halbstress auf jeden Fall. Und das hat mir natürlich extrem viel geholfen, dass ich auch die andere Seite kannte, nicht nur die Organisationsseite, sondern die an der Zeitkontrolle saßen, sondern plötzlich war ich selber der die Zeitkontrollen organisiert hatte und wusste, was die Teilnehmer brauchen und wie sie das so aufbereitet brauchen, dass auch was damit anfangen können. Ja. Natürlich hat das geholfen, klar. Also ich kann ja auch nur sagen, diese Oldtimer-Rallyes, wie du sie ausrichtest, sind, glaube ich, auch eines der besten Teambuilding-Events, die ich mir vorstellen kann. Weil wenn man das mal mitgemacht hat und als Fahrer und Beifahrer im Auto unterwegs war, man ärgert sich natürlich viel, aber man bekommt auch ganz viel Verständnis, tröstet sich, wenn schlecht läuft, regt sich gemeinsam auf und ist halt eine ganze Weile in so einem engen Fahrraum eingesperrt. Es macht enorm viel Spaß. Ist auch Stress, wenn man, natürlich will man dann auch gut sein, aber positiver Stress und das, ja, ich glaube, da kann man schon ganz gut zueinander rücken und schauen, wie man oder auch umgekehrt. Ja,
Also wenn ich mit meiner Frau eine Gleichmäßigkeitsrallye fahren würde, wäre das der sicherste Weg, dass ich mich nach 50 Jahren scheiden würde. Also das sei uns allen eine Warnung. Das lassen. Also nur mit Kollegen ist das in Ordnung. Ja, da haben wir schon viel erlebt bei Rallyes. Ja, das stimmt. Ja. Man guckt auch manchmal tatsächlich in Fahrzeuge rein und sieht sehr unentspannte Gesichter. Aber ich muss sagen, und das spricht ja dann vielleicht auch für das Team und nicht zuletzt für den Herrn Schmidt, mein Chef. Ne? Also wir haben das gemeinsam überlebt, er hat mich nicht entlassen. Ja, ja, ich habe schon viele Roadbooks aus dem Fenster fliegen sehen. Und das ist immer so, wenn die Rallye sogar losgegangen ist und zwei Prüfungen sind vorbei und man beugt sich so zum Fahrer rein und sagt, und, wie läuft's? Fragen Sie meinen Beifahrer. Oh, ja. Dann weißt du. Die haben die falschen Uhren gehabt. Immer der Beifahrer schon. Die haben einfach die falschen Uhren gehabt. Gab es denn Momente, wo du die Zeit gerne überlistet hättest? Sagen wir mal so, ich habe ja viel beim Walter gelernt, dass man auf alles aufpasst. Und bei der Rallye Legend tatsächlich sind wir mal gemeinsam gefahren, hatten einen Martini Racing Overall an. Oh ja. Und an unserem Auto ist technisch was kaputt gegangen und diese italienische Mannschaft, die das Auto betreut hat, hat in Windeseile versucht, das zu reparieren, aber mir war schon klar, die Zeit läuft ab. Es gibt keine Chance, dass wir pünktlich aus der Pause rauskommen. So, und dann haben wir uns kurz angeschaut. Ich sage, ich probiere es mal und bin zur Zeitkontrolle gegangen. Und bei dieser Rallye Legend, das war im Prinzip eine Rallye für die ehemaligen Rallye-Profis, war Startnummer hinter uns war Marco Alin und der fuhr mit einem Lancia Rallye 037. Werbung Martini Racing. Und dann habe ich gedacht, Moment, das könnte sein. Der musste genau eine Minute später stempeln. Und dann ist das so bei dieser Rallye, man darf im Prinzip eine Minute vorher in die Kontrolle fahren. Dann wartet man, bis die Zeit läuft und so weiter. Und dann bin ich zu Marco gegangen und sage, pass auf Marco, du fährst eine Minute vorher rein mit meinem Martini Racing Overall. Hat das gar keiner geschnallt, dass der Walter mit dem Auto noch gar nicht da war. Ich sage, und zum Beifahrer Ilka Kiwi-Maker, ich sage, du bleibst schön weit weg, dass keiner sieht, dass hier drei Beifahrer auf einmal zwei Beifahrer gibt. So, dann ist der Marco reingefahren, ich habe die Bordkarte hingelegt, die beiden Mädels haben uns die Zeit eingetragen, obwohl unser Auto noch oben im Service stand. Und dann habe ich mich verdünnisiert, irgendwann ist der Ilka gekommen, ist rausgefahren, wir haben herzlich gelacht und wir waren pünktlich. Wir mussten dann nur hinterher, als unser Auto heile war, sind wir so an der Zeitkontrolle vorbeigefahren, aber die haben das überhaupt nicht überrissen, was da passiert war. Und wir haben keine Zeitstrafe gekriegt. Okay. Das war natürlich schön, wenn einem sowas gelingt. Macht dann auch mal Spaß, das kann ich mir vorstellen. Ganz aktuell kreuzen sich eure Wege ja auch wieder. Der Peter, die Röhrl Classic, die erste Röhrl Classic hat im letzten Jahr stattgefunden, also eine eigene Rallye sozusagen. Wie ist das? Wie war das? Also erstmal, die Rallye gibt es nicht, weil ich mich für so wichtig halte, sondern ich wurde gefragt, ob sie meinen Namen verwenden dürfen und habe damals gesagt, ja okay, wenn der Peter die Organisation macht, dann dürfen sie es machen, weil ich wusste, das wird dann eine hundertprozentig perfekte Veranstaltung. Habe irgendwo gedacht, dass es eine einmalige Angelegenheit wäre, weil es war, glaube ich, ein Jubiläum von der Firma, 111 Jahre. Ich dachte, okay, das machen wir mal. Aber wie man sieht, geht es jetzt weiter. Also es war nicht einmalig, es gibt heuer wieder eine zweite. Aber wie gesagt, für mich ist das eine gewisse Ehre, dass die Rallye mit meinem Namen läuft. Und solange der Peter das macht, habe ich auch keine Angst, dass da irgendwie ein Schaden auf meinen Namen fällt. Also das ist bestimmt immer hundertprozentig organisiert und der Erfolg zeigt es ja vom letzten Jahr, dass die Leute ganz wild waren, wie du sagst, heuer, wie die Rallye ausgeschrieben wurde, haben also Leute in kürzester Zeit wieder genannt. Also das spricht schon auch wieder für den Peter, dass das einfach jeder möchte, eine vernünftige, toll organisierte Rallye fahren. Ja, wir waren ja auch als Partner dabei mit den Uhren und ich muss sagen, auch also mit dem ganzen Team vom Delius Glasing Verlag, Peter sowieso, wir haben da ja schon viele Veranstaltungen gemeinsam durchgefochten sozusagen und das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Ich glaube, an welchem Punkt man da stand, hat Spaß gemacht. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, also sagen wir mal so, dass man den Bogen so wieder zurückschlägt, dass ich meine erste Rallye mit dem Walter fahre und dass ich jetzt für den Walter die erste Walter Röhrl Classic organisiere, das geht natürlich nicht besser, zumal damals sind wir mit einem Porsche die erste Rallye gefahren, jetzt machen wir eine Rallye nur für Porsche. Mhm. Also das war nicht schöner und wenn man jetzt sieht, wenn man organisiert, wir waren die erste Rallye, hat in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden, jetzt sind wir runtergegangen nach Bayern, die startet in Rothenburg ob der Tauber. Und es ist egal, wo man hinkommt, wie der Walter kommt, geht. Also wir haben eine Mittagspause angefragt und habe ich gesagt, ja, wir würden gerne mit Ultermann kommen. Da sagt der Wirt, ja, seid ihr mit Rohr 80? Ich sage, nein, wir fahren mit 140 Porsche. Es gibt nichts Besseres als Rohr 80. Ich sage, lass mich doch mal ausreden. Ich sage, wir kommen mit 140 Porsche und die Startnummer 1 hat der Röhrl. Ihr dürft kommen.
Ich sage jetzt, schauen Sie doch mal auf Ihren Kalender. Brauche ich nicht schauen, wenn der liebe Gott kommt, wird alles andere rausgeschmissen. Und dann sind wir hingefahren und haben den besucht und dann sage ich, naja, ist ja gut, dass Sie frei hatten. Nö, wir haben nicht frei, wir haben eine Hochzeit. Die haben abgesagt, haben gesagt, wenn der Herr kommt, müsst ihr leider später. Und die haben auch ein Kind gekriegt, das ist gut, wenn das ein bisschen älter ist, wenn die zu uns kommen. So also, hat er das dann verkauft wahrscheinlich. Das macht natürlich Spaß. Also, ja, ja. Wenn so gelebt wird, das Thema, und es wird wahrscheinlich eine Wertungsprüfung in dem kleinen Ort Brunn geben. Das ist so ein Ort, der bekannt ist mit einer nationalen Rallye. Also wenn die richtig Gas geben, sind in diesem 40-Häuser-Dorf 1000 Zuschauer. Und der da wohnt, arbeitet bei mir im Team. Okay. Und der hat denen gesagt, einmal schaffen wir es, dass der Walter kommt. So, und jetzt haben wir angefangen, Werbung zu machen. Also wir rechnen in diesem Ort mit 2.000 bis 4.000 Zuschauern. Weil Firmen haben schon frei Plakate, Poster, Radio Bamberg. Alle sind total am Durchdrehen. Weil der Walter kommt und das macht einfach Spaß, dass man das, klar, dass er so ein Standing hat, zeigt ja, dass er viel in seinem Leben richtig gemacht hat. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle, ja, darauf, wieder dabei zu sein. Aber du hast ja auch dein eigenes großes Jubiläum auf der Rallye, muss, ja, man sagen. Weiß der Herr Röhrl das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Also mit der Röhrl Classic habe ich Weltumrundung 40.600 Kilometer Roadbook selber geschrieben. Ja, Wahnsinn. Ja. Und abfahren ist ungefähr mal 12. Also wenn ich für so eine Rallye 700 Kilometer, muss ich ungefähr 10.000 fahren, um mal mir die Strecken anzugucken und so weiter. Für die ersten Rallyes bin ich viel, ja, mehr gefahren. Einfach nochmal abfahren, nochmal kontrollieren, nochmal 72 Stunden Vorausfahrzeug. Aber ich bin, was Roadbook angeht, in diesem Jahr einmal um die Welt. Das ist wirklich verrückt, weil ich habe es ja eben nur ganz kurz gezeigt, wenn man sich dann so ein Roadbook anschaut, man sieht, da wird auch drin gearbeitet, wenn man fährt. Und es ist wirklich über die Chinesenzeichen bei den Roadbooks von Peter jede Milchkanne verzeichnet. Und wir haben oft auf den Strecken uns gefragt, wie kann das eigentlich gehen? Das sind Dinge, das muss so aktuell sein und das so, ist so minutiös geplant. Das hat uns immer sehr, sehr beeindruckt. Da steckt enorm viel Arbeit drin und wenn ich dann solche Zahlen höre. 8.652 Seiten. Ja, ist unglaublich. Weil ich nämlich, ja, ein bisschen so, mit meiner Statistik habe ich eine kleine Meise, aber ich habe alles registriert, wann, welches Roadbook, wie viel, wie weit. Ich habe jetzt zwei Herren auf der Bühne, die Zahlen im, ja, Kopf behalten können. Da bin ich sehr dankbar für, das liegt mir nämlich gar nicht. Wunderbar. Ja, dann kommen wir auch so ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs. Es hat mich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank für die vielen beeindruckenden, spannenden, auch lustigen Geschichten. Schön, dass ihr hier wart. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, aus dem Publikum Fragen zu beantworten oder auch wenn im Chat Fragen waren. Die Kollegen haben das verfolgt. Ich weiß nicht, gibt es im Publikum Fragen? Hat jemand etwas, was ihm schon immer auf der Seele brennt? Da drüben ist eine Wortmeldung. Frage. Hallo. Herr Röhrl, Sie hatten mal gesagt, es ging Ihnen nie darum, der Schnellste zu sein. Es ging darum, ein perfektes Rennen zu fahren. Ja. Und zum perfekten Rennen gehört der perfekte Fahrer und das perfekte Auto. Und jetzt meine Frage, in all den Jahren, die Sie für Ford, Opel, Lancia, Fiat, Porsche, Audi gefahren sind, inwieweit haben die Unternehmen, die Autohersteller, Sie in das Rennauto, in die Planung und in das Produzieren des Rennautos mit einbezogen, Ihre Meinung mit eingeholt? Ja, am Anfang, wenn ich beim Team, ich war ja dann, wenn man 4 Jahre hintereinander verschiedene Marken fährt, ist man immer vollkommen neu in der Marke. Da ist natürlich am Anfang das Auto nicht für mich gebaut, sondern auch für die anderen Fahrer, die haben ja alle mehrere Fahrer. Ich habe aber dann immer halt unheimlich Druck gemacht, sagt, ich möchte einen Testingenieur und möchte das Auto so abgestimmt haben, dass es für mich passt. Und möchte das auch rechtzeitig vor jeder Rallye, möchte ich das haben. Also Portugal, Griechenland, Monte Carlo sind natürlich vollkommen andere Abstimmungen notwendig. Und dann ist man natürlich schon auf meine Wünsche uneingeschränkt eingegangen. Das war vollkommen klar. Aber wie gesagt, es ist natürlich so, dass die Basis von den Autos zu 90% natürlich perfekt ist. Das sind dann einfach Kleinigkeiten, wo jeder Fahrer vielleicht was anderes will. Wobei ich festgestellt habe, dass also viele meiner Kollegen da weniger Wert darauf gelegt haben. Die haben die Autos so, wie es gekommen sind, sind es gefahren. Und wenn etwas ganz grundlegend anders war, dann haben sie sich damit abgefunden. Aber ich habe schon versucht, dass das Auto einigermaßen so fährt, wie ich mir das auch vorstelle. Und das war letzten Jahr auch sicherlich ein Teil des Erfolgs, dass natürlich das Auto das perfekt fährt und über eine Etappe von 40 Stunden
ist es natürlich dann leichter zum Bewegen, wie wenn ich ein Auto habe, das sehr schwierig zum Fahren ist, das sehr spitz zu fahren ist. Man könnte ein Auto zum Beispiel schon abstimmen, dass es auf einer Sonderprüfung, die ich gut kenne, noch etwas schneller fährt. Aber das ist der verkehrte Weg, denn beim Rallye-Fahren, wo es über 2000 Kilometer geht, da bist du nicht immer wie am ersten Tag hundertprozentig konzentriert. Also das Auto muss verhältnismäßig einfach zu fahren sein. Das macht sich über die Länge der Veranstaltung wirklich bemerkbar, wenn das so ist. Und wie gesagt, vorher erzählt, so die längste Etappe, die große Schleife in Monte Carlo, ist fast 40 Stunden lang. Und da, wenn du halt dann die zweite Nacht kommt, dann weißt du schon, wo der Hammer hängt. Ne? Wenn du da schon ein bisschen nicht gut beieinander bist, keine Kondition nicht hast und das Auto ein bisschen schwierig zu fahren ist, ist das kein Weg, wo man gewinnen kann. Da muss das Auto dann zumindest einfach zum Fahren sein und du musst als Fahrer natürlich fit sein. Was auch in meiner Karriere sicherlich der entscheidende Punkt war, dass ich einfach konditionsmäßig immer viel fitter war wie die anderen. Weil die anderen waren, Rallye-Sport kam ja aus Skandinavien, war in vollkommen skandinavischer Hand, Schweden, Finnen, die alle ganz gut Auto fahren, aber auch ganz gut trinken. Und wenn es halt dann, und ich habe nur Sport gemacht in meinem Leben und da hat sich das dann schon bemerkbar gemacht. Ne? Kondition ist einfach Konzentration. Haben wir weitere Fragen? Hier vorne? Ja. Bei so einer 40-Stunden-Etappe ist das dann 40 Stunden am Stück, bis auf Tankstops oder? Ja, Tankstops, Servicepunkte. Zum Beispiel bei der Monte Carlo, auf der langen Etappe gibt es dann in der zweiten Nacht, gäbe es eine 2-Stunden-Pause. Also es ist dann ungefähr nach 30 Stunden, in Dini oder in Gap gab es eine 2-Stunden-Pause. Aber da war die Rallye schon eine Stunde dann zu spät, dann hast du noch eine Stunde gehabt. Da hast du dann zwar ins Bett gelegt, dann hat die ersten 10 Minuten hat sich alles gedreht wie im Vollrausch und dann hast du nach 10 Minuten hast eingeschlafen und nach 15 Minuten hat sich dann der Doktor aufgeweckt. Da hast du gesagt, nie mehr in meinem Leben fahre ich eine Rallye. Wahnsinn. So kaputt warst. Und dann hat ich dir wieder fürs Bett rausgeworfen. Aber sobald es am Ziel war, war das wieder alles vergessen. Ne? Vielen Dank. Dann ging es zur nächsten weiter. Jürgen, hier vorne noch. Sind noch Fragen? Ich muss immer etwas unterstützen, weil der Kollege das nicht sehen kann. Ja, ich würde vielleicht mal die Frage stellen. Der Carrera GT ist, glaube ich, so das Fahrzeug, wo Sie am meisten mitgearbeitet haben. Ja. Wie viel Einfluss konnten Sie selber auf das Fahrzeug nehmen? Ja, sehr viel in dem Fall, weil ich bin von der ersten, normalerweise war die letzten 30 Jahre meine Aufgabe bei Porsche, dass ich bei jedem Modell, den es gibt, kam ich so nach etwa 90% der Entwicklungszeit dazu, und bin das Auto gefahren. Das heißt, alle 3 Monate bin ich einmal ein Cayenne gefahren, ein Boxster, ein Cayman und habe gesagt, ob mir das gefällt. Also aber immer Beurteilung von der Dynamik, schnell fahren. Und dann haben die weiterentwickelt und wenn das Auto dann ihrer Meinung fertig war, habe ich einen Abschlusstest am Nürburgring gemacht und habe dann die Zeit gefahren, die dann publiziert wurde. Aber beim Carrera GT war ich von der ersten Minute dabei, habe die ersten Monate miterlebt. Und habe dann aber auch da ganz kräftig mal dazwischen geschlagen, denn das Problem war, bei Porsche wollte man mal ein neues Ingenieur-Team platzieren. Die alten berühmten Namen, Kussmaul, Singer, die haben gesagt, die haben wirklich gehen in die Pension, jetzt braucht man die Jungen, müssen wir eine Junge nachziehen. Und die waren mit der Entwicklung von dem Carrera GT beauftragt. Und nachdem ich sich dann die ersten 4-5 Monate wenig getan habe, ich war mal mit dem Auto unterwegs und treffe am Gang in Zuffenhausen Dr. Wiedeking, sagt, er, hab schon gehört, bist schon den Carrera GT gefahren, warst ganz begeistert. Sag ich, was war ich? Er hat ihm gesagt, du warst ganz begeistert. Ich habe gesagt, der ist unfahrbar. Und dann hat er gesagt, aha, sagt er, siehst du das in der Zukunft? Nach jeder Testfahrt, wo du die magst, kommst du zu mir ins Büro und sagst mir, was das Auto kann, weil die lügen mich alle nur an. Das Ganze hat sich dann fortgesetzt noch eine Zeit lang und dann war ich in dem Fall auch zuständig zu entscheiden, wann der Vorstand das Auto das erste Mal fahren kann. Da hat man die Konkurrenzfabrikate, Ferraris und so dabei gehabt und da habe ich gesagt, okay, ich lasse die 6 Vorstände anreisen in Papenburg auf der Mercedes-Teststrecke. Und dann in der Früh die 6 Vorstände
20 Ingenieure und bevor es los, bin ich aufgestanden und sage, als erstes muss ich mich entschuldigen, dass ich Sie alle belogen habe. Ich habe Sie nicht hierher kommen lassen, weil ich der Meinung bin, unser Auto ist für Sie, unsere Vorstände, fahrbar, sondern nämlich Ihnen zeigen, dass das Auto unfahrbar ist. Dann sind einmal 20 so am Tisch kleiner geworden. Ja? Dann habe ich gesagt, wenn das Entwicklungsteam nicht geändert wird, möchte ich nie mehr, dass Sie den Namen Röhrl und Carrera GT zusammen verwenden. Versammelte Mannschaft. War nur die eine Stimme und das können Sie sich vorstellen. Abends, Wiedeking ist heimgeflogen, hat den Kussmal angerufen, sagt er, ab Montag, Kussmal bist du Projektleiter beim Carrera GT, schau, dass du mit dem Röhrl das Auto zum Laufen bringst. Und dann sind die alten Ingenieure gekommen und das war sicherlich, das hätte sich ja nie ein anderer getraut. Das wäre traut. Ich habe gesagt, entweder so, wie ich will, oder ich höre auf, weil das mache ich nicht. Und dann habe ich zum Beispiel in dem Jahr, das war 2002, am Weihnachten einen Brief bekommen vom Wiedeking. Er bedankt sich, das hätte sich also nie ein anderer erlaubt. Ich habe Porsche vor großen Schaden bewahrt, er erlaubt sie mir ein Weihnachtsgeschenk beizulegen, war der Scheck über 50.000 Euro dabei. Und, aber das zeichnet, wie der Mann funktioniert hat, ne? Was dem am Herzen gelegen ist. Und dann war das Auto, ist für mich nach wie vor heute einfach das Überauto. Es gibt kein besseres Auto wie den Carrera GT. Das heißt nicht besser, dass der einfach zum Fahren ist. Es gab damals keine elektronischen Helferlein, die so schnell waren, dass das Auto das einbauen hätte können. Gibt es nichts, es gibt nur Traktionskontrolle, sonst nichts. Aber halt vom Fahren her, letztes Jahr war ich mit 10 Carrera GT und 10 mal 18er Besitzer in den Dolomiten, so auf einer Rundfahrt, und bin wieder mal meinen roten GT gefahren. Der 918 ist natürlich ein Überauto inzwischen mit Vierrad, mit 900 PS, aber auf den kurvenreichen Straßen da in den Dolomiten ist so ein Carrera GT einfach das Größte überhaupt. 1300 Kilo Saugmotor, 10 Zylinder, das ist Autofahren, so wie es sein muss. Und bin ich vom ersten bis zum letzten Moment war ich an dem Auto dran. Wir waren zwar, haben da Michelin sehr unter Druck gesetzt, weil wir nie zufrieden waren mit den Reifen. Damals waren die Reifen auch noch nicht so weit. Die Reifen waren alle sehr giftig. Inzwischen kann man moderne Reifen aufs Auto machen. Das Auto ist noch mal viel besser geworden inzwischen, wie damals mit den damaligen Reifen, die es damals gegeben hat. Wir haben einmal auf dem Nürburgring einen Test gehabt von der Autobild. Waren alle Werksfahrer von allen Werken, also Ludwig für Mercedes, von Bayern für BMW, dann der Däne, der achtmal Le Mans gewonnen hat, wie heißt er? Christensen für Audi und ich für Porsche. Und jeder musste mit jedem Auto fahren, mit dem Top-Auto. Und jeder durfte einsteigen, eine Runde fahren, zum Gewöhnen, die zweite Zeit, eine Runde Auslauf. Ich bin mit vier von den fünf Autos Bestzeit gefahren. Und mit Mercedes bin ich nur um 2 Sekunden langsamer gefahren wie der Ludwig, weil in der Früh war es feucht und keiner wollte fahren. Er hat gesagt, ich fahre heute beim Feuchten in der Früh. Bin ich beim Feuchten gefahren und der Ludwig ist nachmittags um 3 bei Trockenstraße dann 2 Sekunden schneller gefahren. Aber beim Carrera GT war der zweitschnellste 20 Sekunden langsamer wie ich. Damit war wieder mal klar, wie das geht. Frank, vielleicht eine Frage aus dem Chat. Ja, genau. Also im Chat gibt es haufenweise positives Feedback über die Gespräche, die hier heute Abend interessanterweise laufen. Und die erste Frage, die ich aus dem Chat stellen möchte, geht auch so ein bisschen Richtung Fitness. Herr Röhrl, Sie hatten das schon angesprochen, dass für Sie einer der Vorteile war, dass Sie eben besonders fit waren. Da fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, Herr Röhrl, Sie sind auch ein extrem guter Rennradfahrer. Einige Tour de France-Profis haben neben Ihnen schon gezittert. Welche Etappe wären Sie gerne einmal mitgefahren? Ja, also ich möchte mich da nicht immer bewerten. Die Zeit, wo ich mit Eddy Merckx für Rad gefahren war, das ist inzwischen 20 Jahre her, da war der Eddy ist ein Jahr älter wie ich. Da war der Eddy 56, ich 55.
Und da war es halt so, dass der natürlich am Berg keine Chance gegen mich gehabt hat. Ne? Ich bin ja also am Welten schneller gefahren wie er. Und das war auch so, dass meine Stärke wäre Bergfahren gewesen. Wahrscheinlich durch, ich habe 75 Kilo seit 40 Jahren, bin 1,96 groß und das ist von der Hebelwirkung am Berg sehr günstig. Die Aerodynamik spielt keine Rolle. Am Flachen wäre das sicherlich schlecht gewesen. Das war auch mit dem Eddy so. Am Flachen, wenn ich das Hinterrad erwischt habe, war er weg. Aber am Berg habe ich ihn dann auch wieder nicht mehr gesehen. Da war ich wieder weg. Also ich habe das schon sehr, sehr profihaft gemacht. Bin sicherlich in den letzten, ja, ich habe das Radfahren begonnen, da bei dieser Tour Piper. Ja. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt Rad gefahren bin. Da. Und da ist auch so eine Story, da war der Feldberg dabei. Hier. Mhm. Und da war damals war Klaus-Peter Thaler, Didi Thurau und noch ein Profi, die waren da dabei. Und wir sind dann zu dem Feldberg gekommen und ich bin in dem Feld ganz hinten gefahren, weil ich bin noch nie auf einem Rennrad gesessen gewesen. Ja, damit ich ja die 100 Kilometer durchhalte. Und dann kam der Berg und dann ja, habe ich da an denen vorbeifahren müssen, weil sonst wäre ich vom Rad runtergefallen. Und dann oben am Berg war der Thurau, zu dritter. Also die drei Profis drum, da sagt einer von denen sagt, ah, wieder ein Motorsportler, der Rennradfahren als Training benutzt. Sag ich, ich sitze das erste Mal in meinem Leben auf einem Rennrad. Ich bin noch nie auf einem Rennrad gewesen. Das war schon die erste und das hat mich dann auch gleich so begeistert. Und seit dem Moment bis zum heute bin ich ungefähr 250.000 Kilometer Rennrad gefahren. Wow. Bin dann im Jahr immer so 10.000, 12.000 gefahren. Und war, wie gesagt, auch mit Klaus-Peter Thaler, wo der das vierte Mal Weltmeister wurde, querfeldein, war ich mit ihm im Trainingslager im Schwarzwald. Und am letzten Tag sagt er, du, ich muss heute einen Leistungstest machen. Wir fahren diese Offenburger Steige. Und wenn ich oben bin, ich warte dann auf dich. Ich war so viel hinter ihm droben. Da hat er gesagt, du Arsch, du wärst beim Radfahren auch Weltmeister. Also wenn ihr was machen, mache ich es schon gescheit. Ne? Also, ja. Also habe ich es gemacht. Also heute, wenn ich einen Berg sehe, kriege ich schon Herzklopf, weil ich weiß, dass ich mich schinden muss, dass ich hinaufkomme. Aber das ist halt, das ist der Preis fürs Alter. Eine sehr interessante Frage wurde von einer Zuschauerin oder Zuschauer gestellt an den Herrn Göbel. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie Ihre erste Rallye als Co-Pilot von Walter Röhrl bestritten. Hatten Sie bei den Piloten, an deren Seite Sie später Rallyes bestritten, nicht das Gefühl, Sie führen mit angezogener Handbremse? Ja, erstaunlicherweise habe ich das große Glück gehabt, dass ich irgendwie nur gute Fahrer hatte. Also ich habe mit dem Walter angefangen und dann bin ich so ein bisschen in der historischen Europameisterschaft gefahren und habe dann den Weg gesucht in die moderne deutsche Rallye-Meisterschaft, weil es gab so keine Schnittmenge. Es, entweder fuhren die historischen Rallyes oder fuhren moderne. Und dann habe ich den Jochi Klein kennengelernt. Und über den Jochi Klein bin ich an einen deutschen Rallye-Cross-Meister gekommen, Jan Becker damals aus Hamburg. Und der wollte einsteigen in die deutsche Rallye-Meisterschaft und hatte Beifahrer gesucht. Und dann hat er so gesagt, naja, wen muss ich denn nehmen? Und hat sich so ein bisschen in Hamburg umgehört. Und dann haben die gesagt, naja, da gibt es einen, der ist ganz viele Rallyes gefahren. Und da gibt es einen, der ist nicht so viele gefahren, aber der ist mit dem Walter gefahren. Da hat er gesagt, dann fahre ich mit dem, der mit Walter. So, und dann bin ich, zack, war ich auf einmal bei dem deutschen Rallycross-Meister in der deutschen Meisterschaft unterwegs. Wir sind bei dem ersten Lauf sofort Vierter geworden. Und wir hatten allerdings nie das Top-Material und habe dann bei der deutschen Meisterschaft den Matthias Kahle kennengelernt, der damals schon deutscher Meister war. Und wir haben uns an der Bar abends gut verstanden. Und irgendwie war klar, wenn irgendwann mal der Beifahrer von Matthias aufhört, dann werde ich der Nachfolger. Und plötzlich habe ich neben dem gesessen und mit dem bin ich die erste Rallye, die ich gefahren bin. Im Prinzip bin ich so Zweitklassautos in der deutschen Meisterschaft mit dem Jan Becker, deutscher Rallycross-Meister und deutsche Meisterschaft. Und mein erster Lauf, der allererste, war Weltmeisterschaft Griechenland, Matthias Kahle, World Rally Car. Also es waren gleich drei Sprünge. Und als wir Wertungsprüfung sind wir losgefahren. Ich kann mich noch erinnern, beim Training, Shakedown heißt das, war so dreifache Rechtskurve. Es war mit dem Lesen extrem schwierig und dann war am Ende der Rechtskurve war so ein Stein gelegen. Und ich habe schon gedacht, boah, und bam, sind wir über diesen Stein gefahren und hat er gesagt, was ist denn, das muss das Auto können. Das seid ihr total behämmert, wie fahrt ihr denn mit den Autos? Ich sagte, naja, da wirst du dich noch umschauen hier in Griechenland. Und es ging im Prinzip den ganzen Tag so, weil der Walter weiß es ist schlechteste Straßenzustände. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich immer nur mit guten, ich bin meinem ganzen Leben eine einzige nationale Rallye gefahren tatsächlich und ansonsten nur Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft, ein bisschen Weltmeisterschaft mal, vier Läufe und
habe das größte Glück gehabt, dass ich nur mit guten Fahrern und Heide geblieben bin. Also eher mal angezogene Handbremse beim Material, aber nicht bei den Piloten. Viel kaputt gemacht haben wir nicht. Also es gab mal einen schweren Unfall im historischen Sport, da sind wir so breitseits mal in so eine Böschung rein. Mit Jan Becker habe ich auch mal einen gehabt, aber es war eigentlich nie so, dass es ganz schlimm war. Also es ist toi, toi, toi. Immer Glück gehabt, das brauche ich auch nicht, muss nicht unbedingt. Jetzt haben wir noch eine Frage an den Herrn Röhrl, die, glaube ich, von einem Rallye-Fachmann kommt. Herr Röhrl, wie konnten Sie es schaffen, in der legendären Nacht von Aganil 1980 auf 42 Kilometer 4 Minuten und 40 Sekunden Vorsprung auf Ihre Konkurrenten herauszufahren mit einem technisch beeinträchtigten Auto? Ja, ich bin in meinem Leben bin ich nicht oft schnell gefahren. Also das war eine Mal eine Ausnahme. Und zwar, ich konnte nur schnell fahren, wenn ich irgendwie sauer war. Und in dem Fall war ich sauer. Ich habe die Rallye angeführt vom Start. Und mein Teamkollege war Zweiter. Und irgendwann hat der ein Geräusch am Auto gehabt und hat die Serviceleute so verrückt gemacht und gesagt, du musst entgegenkommen, ich habe ein Geräusch am Auto, ich weiß nicht, ob ich bis zum Servicepunkt komme. Und die sind losgefahren und das war auf so einer Bergstraße in Portugal, die war links und rechts zugeparkt war von Zuschauern, das war nur eine Spur in der Mitte frei und ich komme um einen Rechtskehrer rum, kommt mir das eigene Serviceauto entgegen und ich sehe schon stehende Räder und fahre mich frontal zusammen. Vorne Kühler kaputt, rechte Rad so gestanden. Auch kurzum, sie haben es dann in 20 Minuten das Auto ganz provisorisch hergerichtet mit der Schnur, wieder das Rad einigermaßen hingestellt. Und dann kam diese Nebelprüfung. Das war die nächste Prüfung. Und ich habe natürlich eine Wut gehabt. Da gibt es einen Film, wo ich sage, ich könnte einen Umbringer, den Alain, der bringt eine Unruhe in das Team. Und an dem Start von der Prüfung sind wir gestanden. Und dann habe ich gesagt, nicht Christian, sondern ich sage, Geisthörfer, schnall dich an. Jetzt fahre ich Ihnen eine hin, dass Sie alle die Lizenz abgeben. Und dann war ich 4 Minuten 40 schneller wie der Zweite und dann war die gesamte Weltelite in 30 Sekunden. Also man muss motiviert sein. Damit geht das. In dem Fall war das wahrscheinlich die Motivation, die aus der Wut kam, oder? Aus der Wut, aber natürlich, das Entscheidende war mein fotografisches Gedächtnis. Es war Nebel, du hast keine 10 Meter gesehen. Ich wusste, da ist jedes Jahr Nebel. Wir haben uns dementsprechend gut vorbereitet, das Gebetbuch. Also nicht, wenn es 200 Meter geradeaus ging, 200, sondern 50 Baum rechts, 40 Stein links. Also alles, was man auf 5 Meter sehen konnte, habe ich alles im Gebetbuch gehabt. Und das war sicherlich auch. Und da zeigt sich erstmal der gute Beifahrer. Das ist auch bei der Monte Carlo so. Man sagt, was ist ein guter Beifahrer? Der muss das Gebetbuch richtig lesen können. Aber bei der Monte Carlo kommt zu dem, was wir vorher aufgeschrieben haben, kommen noch die Eisnoten dazu. Also es fährt ja 3 Stunden vor mir ein Freund über die Prüfung und schreibt Schnee, Eis, glatt, Wasser. Da muss der Beifahrer das auch noch vorlesen. Also das ist etwas, was ein normaler Mensch gar nicht, wenn er das sieht, wird er sagen, das geht nicht. Und da scheiden sich die Geister. Und bei so einer Nebelprüfung, Rallye-Sport ist ein Teamsport, es sind immer 2 im Auto. Und das muss einfach passen. Und darum ist es immer wichtig, dass du den Besten neben dir hast. Wenn du der Beste sein willst, musst du den Besten auch am Beifahrersitz haben. Wenn ich das so höre, kann man das vergleichen mit einem Skirennfahrer, der die Piste und die Route quasi mit geschlossenen Augen... Das kommt vielleicht sogar von mir davon. Wenn du Slalom gefahren bist du die 50 Tore zu Fuß abgegangen und hast dann versucht zu wissen, das dritte Tor muss ich von hinten anfahren und so. Und vielleicht aus der Skifahrerzeit kommt es, dass ich einfach fotografisches Gedächtnis hatte. Und es war auch, vielleicht ist es die Ungerechtigkeit. Es gibt vielleicht viel bessere Autofahrer wie mich, aber ich habe einfach mehr im Kopf gehabt. Und wenn du heute ein Auto mit 550 PS fährst und du glaubst, du kannst nach der Ansage vom Beifahrer schnell fahren, wenn dir nicht der Film abläuft und du weißt, wie das ausschaut, und das nur eine Bestätigung, nur dann kannst du schnell fahren. Und das war der große Vorteil von mir. Und das war auch immer wieder vor den Prüfungen, war ein Stau, sind alle Fahrer ausgestiegen, die haben geraucht, beieinander gestanden. Der Röhrl saß im Auto, hat das Gebetbuch vom Beifahrer raus, hat Gebetbuch.
70 Mittel rechts plus, 80 über Kuppe links voll, das ist da, wo diese Sandkiste steht, 40 rechts, da ist innen die Grasnarbe, muss ich genau erwähnen. Und so, und dann nach 20 Minuten hat es geheißen, auf geht's, los, Helm auf, rein, bumm, Röhrl eine Minute schneller. Die anderen sind rausgestanden, haben bla bla gemacht und ich bin drin gesessen und habe mein Gebetbuch studiert. Das sind alles so Dinge. Das ist einfach irgendwo, darf es nichts anderes geben, du musst so durchs Leben gehen, nur dann geht's. Und heute hätte ich den Horizont als frei, aber ich bin immer noch so. Ja, das legt man da nicht ab. Ja, das ist schwierig. An der Stelle würde mich jetzt nochmal interessieren, im Training sind ja unter Umständen die Bedingungen ganz anders. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der Sie eine Sonderprüfung fahren im Training, ist unter Umständen viel länger, viel kürzer. Und trotzdem schaffen Sie es, diesen Film irgendwie so zu synchronisieren, dass er Ihnen dann in der scharfen Rallye wieder so passend abläuft. Das Entscheidende ist vor allem, Sie fahren, müssen ja langsam über die Prüfung fahren und müssen da entscheiden, wie schnell die Kurve geht. Also wenn da ein Unfall passiert, wird das beim Aufschreiben passiert, dass der Fahrer schon die Kurve falsch einschätzt. Das war die große Kunst, beim Langsamfahren das zu beurteilen, wie schnell das nachher geht. Also ich weiß nicht, ob mir da mein fotografisches Gedächtnis viel geholfen hat, aber ich habe dieses Gebietbuchschreiben habe ich gar nicht so wissenschaftlich gemacht. Das war, wenn ich heute oft höre, was die alles interpretieren in dem Gebietbuch, dass wenn der Radius bei 70 Grad Radius, habe ich mittellinks, das hat mich gar nicht interessiert, wie ich das gesehen habe, so habe ich das aufgeschrieben. Ich bin 1987 mit dem gleichen Gebietbuch gefahren, wo ich 1973 geschrieben habe. Da bin ich aber Auto gefahren mit 150 PS und 87 bin ich Auto mit 550 PS gefahren. Ich habe immer noch das gleiche Gebietbuch benutzt. Immer noch gleich. Also das war anscheinend, ich habe eine Vorstellung gehabt, was eine Mittelrechtsplus, was das ist, die geht mit dem dritten Gang Vollgas aushammern, passt da. Und wenn der das vorgelesen hat, habe ich natürlich auch noch dazu eine Vorstellung gehabt. Ja, das ist jetzt genau da, wo ich, wenn ich rauskomme, sehe links so ein kleines Tannenbäumchen. Also solche Hilfsmittel habe ich gehabt. Und das, glaube ich, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, und ich habe auch mir unheimlich 82 Sanremo Rally, letzte Nacht, erste Prüfung, 55 Kilometer von Sanremo, die Runde nach San Romolo. Wir stehen am Start, 1, 2, 1, 2, 1, Sprechanlage ausgefallen. Bin die 55 Kilometer auf Sicht gefahren, 25 Sekunden Vorsprung, Bestzeit gefahren. Dann hat der Geist einfach gesagt, warum sitze ich überhaupt in dieser Scheißkiste, wenn du mich nicht brauchst? Sagen, vielen Dank. Läuft, läuft. Erhellend und erheiternd. Ja. Ja, ich glaube, ich muss mal mit dem Blick auf die Uhr etwas schauen. Haben wir hier im Publikum noch eine Frage? Das wäre dann die letzte. Eine Anekdote, die ja von Newman getroffen hat, die würde ich gerne. Ja, ich habe ja 87 Rallye von aufgehört. Wollte ganz aufhören und habe mich die Audi-Leute gefragt, ob ich vielleicht die Rennautos entwickeln würde. Dann habe ich für 88 dieses Trendsam-Auto entwickelt und der Stucki und der Hurley Haywood, die sind in Amerika gefahren. Und wenn es dann Rennen gab, wo der Stuck nicht fahren wollte, dann ist die Oma krank geworden, dann hat der Röhrl fahren müssen. Dann bin ich dann halt nach Amerika gekommen, irgendwo, ich weiß nicht einmal die Rennstrecke mehr, bin das erste Mal dort aufgetreten, Qualifying, einsame Bestzeit. Sitze im Bus bei Audi, kommt der Österreicher, so ein großer, sagt, der Herst, der Pauli will dich sprechen. So, wer ist denn der Pauli? Der Paul Newman. So, ja, der wird mich sprechen wollen. Sagt er, ja, du sollst zu ihm ins Wohnmobil kommen. Denk mal, da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich mit dem da das Fahrerlager, dann war das Wohnmobil von Paul Newman. Ich gehe rein, Paul Newman ist mit der langen weißen Unterhose drinnen, feuerfesten. Und fragt mich, sagt er, wo ich herkomme, was ich tue. Sag, ich bin Rallye-Fahrer. Ja, was ist ein Rallye-Fahrer? Hat er nicht gewusst. Da habe ich ihm erklärt, was Rallye-Fahren heißt. Ja, und wie es das gibt, komm hierher und fahre hier Bestzeit. Das sage ich, ja, mein, das ist ja nicht so schwer da, die paar Kurven. Beim Rallye-Fahren fahren wir 3000 Kilometer, da habe ich 3 Kilometer, die werden wir wohl merken können, wo es hingeht.
Ja, so war die Unterhaltung mit Paul Newman. Er wollte dann mit mir unbedingt Le Mans fahren. Er sagt, oh, mit mir wird er gerne Le Mans fahren. Sag ich, ja, Le Mans, das finde ich auch nicht so gut. Das geht immer geradeaus. Geht so gut. Aber so habe ich den Paul Newman kennengelernt. Unglaublich. Ja, ich glaube. Ich glaube, man möchte nicht aufhören. Ne? Ich glaube, wir alle haben noch ganz, ganz viele Fragen und wir könnten jetzt die ganze Nacht hier sitzen bleiben. Naja, ich komme immer so vor wie so ein Märchenonkel. Aber 50er Motorsport gibt es viel zu erzählen. Ist klar, ne? Ich würde sagen, ich muss mich jetzt leider zumindest von unseren Gästen, die im Livestream dabei sind, verabschieden. Vielen Dank an all die, die dabei waren und zugehört haben und leider nicht alle live bei uns hier vor Ort sein konnten. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal bedanken beim Walter Röll, beim Peter Göbel, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, uns hier zu besuchen und mit uns ein wenig über eure Leidenschaft, euren Sport zu reden. Und es ist uns, wie eingangs schon gesagt, natürlich eine besondere Ehre und ein schönes, großes Vergnügen, weil, ja, man sieht es, ihr tragt die Uhren, ihr habt Spaß auch an dem Thema Zeit, neben der Tatsache, dass es etwas ist, was euren Beruf bestimmt. Ja. Und das ist einfach eine Riesenfreude, auch solche Kunden zu haben. Ja. Und von daher, danke, dass ihr hier wart und okay. Wir haben jetzt noch ein Gern bisschen geschehen. Einen schönen Dankeschön. Abend hier. Alles. Danke. Vielen Dank. Thank you.